Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur neuen Folge der Mosse Lectures. Bevor ich unseren heutigen Gast, Lorenz Engel, einführe, vielleicht kurz eine ganz kleine Einführung und eine Vorschau auf unser Programm in diesem Semester, 10 oder 12 Minuten. Es soll ein Phänomen verfolgt werden, das uns allen gut bekannt ist in den Künsten und Medien und auch aus dem Alltag bei der Morgengymnastik oder im Einkaufszentrum. Das Phänomen der Serie, des Seriellen, der Serialität. Historisch betrachtet, aber auch aktuell gesehen, hat alles, was sich mit dem Wort Serie verbindet, einen schlechten Leumund. Zumindest bei den Intellektuellen. Man denkt an Massenanfertigung, Fließbandproduktion, Konfektionsware, an das Stereotype schlechthin. Das schreckliche Gleich, das man hier vermutet, taucht in der Literatur der Moderne als Menetekel auf, zum Beispiel bei Franz Kafka, in Kafkas Erzählungen mit dem Auftritt des Numerischen, den wuchernden Serien von Mensch und Tier, 7 junge Hunde, 3 kleine Mädchen, die Duos von Gehilfen, Gendarmen, Klienten und immer mehr Wächter, die immer neue Türen zu den immer gleichen Räumen bewachen. Tintorelli, der Maler des Gerichts, bei dem Josef K. Rat sucht für sein Schuldproblem. Tintorelli malt unterschiedslos alle Richter des Gerichts und zieht unter dem Sofa eins nach dem anderen die Landschaftsbilder hervor, die einander so ähnlich sind, dass es unmöglich ist, eines auszuwählen. Es war aber nicht ähnlich, es war vielmehr die völlig gleiche alte Heidelandschaft. Also kauft Josef K. alle 3. Dem Gleich fehlet die Trauer, heißt es in Hölderlins Melmusine, was Alexander Kluge als Sentenz für seine Beschreibung der Schlachten und Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs zitiert. Das Gleich als Gegenstand der Kulturkritik ist eine Botschaft des Todes. Das ist aber nicht alles. Schon gar nicht als Botschaft des gängigen Kulturpessimismus. Sonst würden uns Hölderlin, Kafka und Kluge nicht weiter interessieren. In der Literatur-, Kunst- und Mediengeschichte der Moderne wird das Déjà-vu, das Déjà-connu, selber zum Thema. Die Gleichartigkeit dient der Wiederholung, welche durch sie hindurchläuft, heißt es bei Foucault. Und so gedacht wächst die Aufmerksamkeit für das Serielle, dem eine andere Art des Erzählens zugrunde liegt, das sein Interesse und seine Kreativität nicht mehr allein aus dem individuell schöpferischen und einzigartigen des einzelnen Werks bezieht, auch nicht nur aus der Ähnlichkeit der Darstellung mit dem Dargestellten. Es gibt offenbar noch einen anderen Lustgewinn, den des Seriellen, der Wiederholung des Gleichartigen, wenn es verheißungsvoll heißt, Fortsetzung folgt. So scheint im Fortsetzungsroman der Journale, für die Charles Dickens oder Eugène Sue schrieben im 19. Jahrhundert, in dem der Kopf des Lesers immer neu aufgeladen wurde mit den immer schon gewussten und gut bekannten und dann immer neuen Erlebnissen des Romanpersonals, im Prinzip ad infinitum. Unter den medientechnischen Produktions- und Rezeptionsbedingungen unserer Gegenwart erinnert man neuerdings an diese Vorfahren des Gesellschafts-, ich sage immer gern des Geselligkeitsromans des 19. Jahrhunderts, wenn es darum geht, die neueren Serienprodukte des amerikanischen sogenannten Quality TV zu loben, zu Recht, denn Serien wie The Sopranos, Mad Men und insbesondere David Simons The Wire folgen einer kalkulierten Erzählökonomie, mit der fokussiert auf einen Ort oder ein Diskursgelände das ganze soziale Band der Gesellschaft aufgerollt wird. Komplex und nachhaltig, anders also als in Bonanza oder Star Wars, wo die Story als Episode in sich schlüssig und abgeschlossen und schnell zu vergessen war. Ich nehme an, wir werden davon mehr heute Abend oder auch in den folgenden
Lectures hören. In unserer Vortragsreihe ist das Phänomen des Serienfernsehens sicher eine Hauptsache. Die Fernsehserie, die allerdings schon dabei ist, sich selber historisch zu werden, wenn man genau hinhört und hinguckt. Wenn wir stattdessen eben die DVD-Box einlegen oder umschalten können auf Facebook, wo demnächst interaktiv weitererzählt wird. Der Ausdruck heißt Social Telling, habe ich gelernt. In den Mosse Lectures soll uns das Phänomen des Seriellen aber zunächst retrospektiv interessieren, in der Literatur und in den bildenden Künsten. Jetzt der kurze Ausblick. Das finden Sie alles mit den Dateninformationen in dem Flyer, den Sie schon haben oder dann am Ausgang aufgreifen können. Ulla Haselstein von der uns freundeten Freien Universität wird den, wie sie sagt, Rhythm of Being in der seriellen Schreibweise des Romans bei Gertrud Stein untersuchen. Die amerikanische Mittelklasse, heißt es für den Großroman The Making of Americans aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die amerikanische Mittelklasse ist immer da, monoton und muss, um dargestellt zu werden, immerzu wiederholt werden, um ihre Wirklichkeit anzutreffen. In der bildenden Kunst und Malerei haben serielle Ordnungen und Reihungen seit Claude Monets Lemuel von 1890-91 eine lange Tradition, am wirkungsvollsten vielleicht in der Minimal Art, in Gerhard Richters abstrakten Bildern. Einige davon sind ja zurzeit noch in der Neuen Nationalgalerie ausgestellt, lässt sich die scheinbar endlose Wiederholung der Strukturen beobachten, mit der eine nicht mehr erzählbare Wirklichkeit erinnert wird. So Benjamin Buchlo, Kunsthistoriker von der Harvard University, Vertrauter und Kenner des Werks von Gerhard Richter. Er wird in den Mosse Lectures sprechen zum Thema Zufall, Intention und Serialität in den abstrakten Bildern von Richter. Die aktuelle Literatur mit ihren medialen Bedingungen des Lesens und Schreibens und Redens soll mit dem Auftritt von Reinhard Götz in den Mosse Lectures zu Worte kommen, heute in einer Woche hier im Saal. Götz hat sich den Kunst- und Literaturkritiker Dietrich Diederichsen als Partner gewünscht und wenn ich recht hingehört habe, wird das ein Wechselgesang werden. Zur Ankündigung wollte er möglichst wenig sagen, was ich gut verstehe, weil sein Titelwort, und das ist es schon, nämlich heißt das Wort mehr, also das Wörtchen mehr. Nächsten Donnerstag, am 3. Mai. Zum Serienfernsehen tritt auch ein Autor und Produzent selber auf, Haggai Levy aus Israel, zusammen mit der Anglistin und Filmwissenschaftlerin Elisabeth Wrompfen. Levy hat die vielfach preisgekrönte Serie Betipul auf Hebräisch, auf Englisch bei HBO In Treatment, auf Deutsch bei Dreisat In Behandlung produziert und darin die psychoanalytische Gesprächssituation im jüdischen Wochenrhythmus der Sitzung von Sonntag bis Donnerstag in das Fernsehformat übertragen, mit Assi Dayan, dem Sohn des israelischen Kriegshelden Moshe Dayan, in der Rolle des Therapeuten. A Nation's Mental Health, sagt Levy im Interview und spielt darauf an, dass indirekt eine ganze Gesellschaft analysiert wird, zum Beispiel in den Therapiestunden mit dem Bomberpiloten, der Kinder in Ramallah getötet hat, oder dem Unternehmer, dem sein Wirtschaftsunternehmen entgleitet. Levy wird auch darüber sprechen, wie die in Israel jedermann bekannte, wir konnten uns da überzeugen, jeder kennt das, bekannte Serie in anderen Ländern und Kulturen anders und neu aufbereitet wurde. Ein hochinteressanter Vorgang, also wie in den USA, wie in Argentinien, wie in Osteuropa. Das deutschsprachige Fernsehen hat es leider nur zu einer Synchronfassung der amerikanischen Adaption bei HBO
geschafft zur späten Stunde. Wir werden daher versuchen, wenn ich jetzt Ihr Interesse hoffentlich schon geweckt habe, so einen, nennt man das, einen Sichtungstermin, ja, dass man das schon mal, wer nicht gesehen hat, dann sehen kann, sodass wir in der, das ist dann am 14. Juni, anderthalb Stunden vorher in diesem Saal einiges aus dieser Serie auf Hebräisch und auf Englisch laufen lassen. Wie gesagt, alles noch genauer in den Flyer. So, das ist geschafft. Jetzt zu unserem heutigen Gast, Lorenz Engel. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für die zur Eröffnung dieser Serie der Mosel Lectures gewonnen haben. Er hat sich seit längerer Zeit und aus den verschiedensten Anlässen mit den Fernsehserien befasst. Wie Sie gesehen haben, hat er uns einen Imperativ, ohne Zeichen, in den Titel gesetzt. Er spricht aber auf Deutsch. Alle anderen Vorträge übrigens in diesem Semester sind deutschsprachig, bis auf die Veranstaltung mit Haggai Levi und Elisabeth Brumpfen. Lorenz Engel ist Medienwissenschaftler an der Bauhaus-Universität Weimar und da selbst als Direktor verantwortlich für das renommierte internationale Kolleg für Kulturforschung und Medienphilosophie. Mit Bernhard Siegert und Josef Vogel gibt er seit 2001 das Archiv für Mediengeschichte heraus und mit Siegert die Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung. Die gemeinsame Arbeit gilt einer medialen Historiografie, wie es in Weimar heißt. Lorenz Engel ist einer der wenigen Forscher, die in der Medienwissenschaft nicht nur die Geisteswissenschaften nacharbeiten, sondern diese eigens begründet haben. Dieses andere Konzept von Medienwissenschaft ist unerlässlich, wenn man auf hochtechnischem Niveau zeitgemäß von der in den Medien neu verteilten Handlungsmacht sprechen will. Engel hat eine Reihe von einschlägigen Büchern vorgelegt, von denen ich nur einige nenne: Ausfahrt Babylon, Essays, Vorträge zur Kritik der Medienkultur aus dem Jahr 2000. Bilder des Wandels 2003, Philosophie des Fernsehens, Philosophie des Films 2005 und 2007. Als Playtime erschienen seine Münchner Vorlesungen zum Film 2010. Ebenfalls 2010 ist unter dem Titel Mediendenken ein gemeinsam ideierter Sammelband zu allen bewegten Bildern erschienen. Ich hoffe, nach dem Vortrag, Sie werden uns steuern, haben wir Gelegenheit zur Diskussion mit Ihnen, unserem Publikum. Bleibt mir nur wie immer kurz danken unseren Geldgebern. Die Universität in Arm, ist arm und braucht sie sehr. Die Mosse Foundation in New York und die Fritz Thyssen Stiftung in Köln. Und Sie können auch unsere Publikationen erwerben. Draußen am Büchertisch, die Mosse Lectures werden seit einiger Zeit auch publiziert. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Jetzt also Lorenz Engel on stage. We will watch you. Ja, vielen Dank an Sie, Klaus Schärpe. Und überhaupt, es ist natürlich eine große Freude und eine enorme Ehre, hier stehen zu dürfen. Hätte ich nie gedacht. Jetzt ist es so. Ich werde mein Bestes versuchen. Also ganz herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben, mich hier raufzuschaffen. Eigentlich kann ich jetzt auch schon mich ganz kurz fassen. Ich habe was mitgebracht. Ich kann mich ganz kurz fassen, weil alles Wesentliche ist in 7 Minuten 30 gesagt worden. Und was ich hinzufügen kann, sind lächerliche Fußnoten, die den einen oder anderen Aspekt dessen, was im Kern schon in der Einführung gesagt worden ist, ein bisschen farbiger machen können. Gut, dies vorausgeschickt, fangen wir einfach an. Ich hole ein wenig aus, es geht nicht sofort ums Fernsehen, weil man das Fernsehen vielleicht auch so ein bisschen platzieren muss in einem Kontext von Serialisierung und Serialität. Denn was immer man unter Modernität und Modernisierung verstehen mag, es kann als sicher gelten, dass speziell die Moderne, mindestens die industrielle Moderne, einhergeht mit eben Prozessen der Serialisierung und dem Phänomen der Serie. Ist eben auch schon erschöpfend behandelt worden. Ich mache trotzdem weiter. Die Industrieproduktion ist neben ihren zahlreichen anderen Merkmalen geradezu zu kennzeichnen durch den Prozess der Herstellung zahlloser, untereinander formidentischer Exemplare
eines einzigen Typs. Jedes Exemplar gleicht dem anderen, möglichst mehr noch als ein Ei dem anderen. Und jedes Exemplar ist grundsätzlich gegen ein beliebiges anderes Exemplar austausch- und umtauschbar. Genau darin liegt einer der wichtigen Unterschiede, der die Industrieware und das industriell gefertigte Objekt von einem traditionellen Artefakt unterscheidet, etwa vom handwerklich hergestellten Objekt, das von sich behauptet, ein je individuell angefertigtes Einzelding zu sein. Die kulturelle Zumutung der Moderne, die in diesem Übergang auf die seriengefertigte Ware steckt, besteht unter anderem darin, dass zugleich und in eins damit die Individuierung des Konsumsubjekts als Programm eingesetzt wird. Durch Erwerb und Besitz eines Objekts, das als eines von abertausenden erscheinungsgleichen Serienobjekten fungiert, soll zunehmend in der Spätmoderne seit Mitte des 20. Jahrhunderts dennoch zugleich der Ausweis des je individuellen Geschmacks, der je eigenen Kaufkraft, der Unverwechselbarkeit des Konsumsubjekts erfolgen. Diese Lücke zu schließen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die zum Beispiel in die Praxis der Konsumenten gestellt werden. An meinen Trabant, genauso beige oder himmelblau wie alle anderen, bringe ich einen Fuchsschwanz an. Meine Jeans haben einen frechen Riss am Oberschenkel und ich gefalle mir darin, meine Fischstäbchen mit Senf statt wie alle anderen mit Remouladensoße zu essen. Verbreiteter aber werden Praktiken sein, die das Objekt mit Bedeutung, Image oder anderen Beigaben aufladen werden. Und dabei wiederum ist natürlich die Werbung eine entscheidende Instanz, von der wiederum wir nähern uns, das Fernsehen lebt. Dies ist der erste Zusammenhang zwischen klassischer Serialisierung und Fernsehen und häufig derjenige, der am meisten in den Blick genommen worden ist. Selbstverständlich, das wissen Sie aber alle besser als ich, geht die Serialisierung als kulturelle und ökonomische Technik weit hinter die industrielle Moderne zurück. Der Buchdruck etwa wäre ein weit früheres Beispiel, der ebenfalls ungesehen viele erscheinungsgleiche Exemplare eines einzigen identischen Textbildes liefert. Die künstlerische Praxis des Abkopierens eines identischen Modellstücks, sagen wir durch Gipsabdruck, finden wir bereits in den Künstlerwerkstätten der Renaissance, wenn nicht sogar schon in der Bauhütte des mittelalterlichen West- und Mitteleuropa. Und dennoch ist in diesen Fällen, anders als beim Buchdruck und anders als in der Industriefertigung, die Mechanisierung des Vorgangs noch so gering, dass von einer automatischen Reproduktion keine Rede sein kann. Die Industrialisierung nach dem Muster Fords und Taylors wird erst im 20. Jahrhundert dazu führen, dass die Einzelexemplare wirklich ununterscheidbar werden und damit eine Serie ergeben. Dies erfordert insbesondere eine Typisierung, Standardisierung und Serialisierung auch der restlichen, noch von Menschen durchzuführenden Arbeiten und Handgriffe. Deshalb ist die Automatisierung auch der Arbeitsgesten und zu diesem Zweck die Elementarisierung der Arbeit in winzige und möglichst gleichförmige Verrichtungen, wie es in der Fließbandarbeit paradigmatisch erfolgt, die dann in einem großen Automatismus ineinandergreifen, das Kernstück der Serienfertigung. Daher erfordert eine Serienfertigung im engeren Sinn eine höchst leistungsfähige Kombination von Werkzeugen und eine an sie angepasste Körperdisziplin. In dem Monty-Python-Film Jabberwocky gibt es eine hübsche Slapstick-Szene, die zeigt, wie ein verfrühter Anlauf zur Serienproduktion mit unzureichenden Mitteln in ein völliges Desaster gerät. Mit der Serienfertigung explodiert dann auch die Zahl der gefertigten Objekte. Neue Werkzeuge wie der mechanische Webstuhl, der noch dazu selbst ein Serienprodukt ist und in Dutzenden, Jahrhunderten funktionsgleicher Exemplare in einer riesigen Produktionshalle aufgestellt wird, oder später eben das Fließband, ermöglichen dies. Im 19. Jahrhundert erreicht die Serialisierung dann auch den Prozess des Bildermachens oder der Bilderproduktion. Die Fotografie erlaubt die Herstellung von Kopien in prinzipiell unbegrenzter Zahl, ausgehend von einem einzigen Original, dem Negativ, aber sie ist darin nicht allein. Lithografie, Serigraphie und andere Techniken stellen die quantitative Leistung traditionellerer Druckgrafikverfahren weit in den Schatten. Und es ist unmöglich, hier nicht an den epochalen Essay, ebenfalls schon aufgerufen, Walter Benjamins zur Reproduzierbarkeit von Bildwerken und ihrer grundstürzenden Effekte zu denken. Aber die identische Reproduktion erscheinungsgleicher Exemplare eines einzigen Typs, Originals oder Modells, ist nur die eine Seite der Serialisierung. Auf der anderen Seite nämlich steht die Serienbildung auch für einen anderen Prozess, in dem eben nicht die Vervielfältigung desselben, sondern die Erzeugung des Neuen
Verschobenen, die Verfertigung von Abweichung, die Produktion und sei es minimaler Differenz im Vordergrund steht. Als künstlerisches Verfahren nämlich der Herstellung von Variation, als Modus der Fortentwicklung und Entfernung von einem ursprünglichen ersten Entwurf oder einem ersten Motiv hat die Serienbildung ebenfalls eine lange Tradition. Sie schuldet sich nicht nur der noch mangelnden vormechanischen Perfektion in der Übereinstimmung all der Kopien untereinander, sondern sie ist eine Kreativtechnik der allmählichen Fortentwicklung eines ästhetischen Gedankens, Anliegens oder Programms. Man kann hier etwa an barocke Musik denken oder im selben Zeitraum an Franz Xaver Messerschmitts höchst bizarre Skulpturen menschlicher Köpfe in allen möglichen Varianten des gering abweichenden Grimassierens, die bereits Züge viel späterer Reihenfotografien vorwegzunehmen scheinen, freilich bereichert um die ungeheure Exaltiertheit der Ausdrücke. Oder man denke, nun schon im Industriezeitalter und ebenfalls schon aufgerufen, an die diversen Serien Claude Monets oder auch an die allmähliche, sehr kleinschrittige Herausbildung der Abstraktion aus Motiven der figuralen und dekorativen russischen Volkskunst bei Wassily Kandinsky in der Zeit um 1910. Hier haben wir es offensichtlich nicht mit der identischen Reproduktion desselben, sondern mit der allmählichen, verschiebenden Verfertigung des anderen zu tun. Aber in beiden Fällen handelt es sich um Serien und serielle Prozesse. Der eine Prozess scheint technisch-mechanischen Ursprungs zu sein und seinen Schwerpunkt in der industriellen Warenproduktion zu haben, der andere aber auf künstlerische Kreativität in ihrem unhintergehbar handwerklichen und eigenhändigen Vortrag beschränkt zu bleiben. Diese einigermaßen klare Trennung zweier Grundverfassungen von Serialität aber beginnt zu verschwinden, wenn wir es kurz vor 1900 mit dem bewegten Bild zu tun bekommen. Denn das Prinzip der Serie als kontinuierlicher Abweichung, wie wir es zuletzt angetroffen haben, wird das technische und mechanisierte Prinzip des Films. Ein Einzelbild des Zelluloidstreifens, in einer 24. Sekunde aufgenommen, weicht von seinem Vorgänger wie von seinem Nachfolgerbild in einer minimalen Weise ab und ermöglicht so die Nachbildung einer fortfließenden Bewegung im wahrgenommenen Leinwandbild. Hier ist es also der kreative oder generative Aspekt der Serienbildung aufgrund von Abweichung, der die technisch-mechanische Ausformung, Standardisierung und Präzisierung erfährt. Zugleich kann jedoch auch von einem Film, einem Negativ, eine unbegrenzte Zahl von Kopien gezogen werden, die dann untereinander vollkommen erscheinungsgleich sind und beispielsweise einen Markt zu einem einzigen Release-Datum flächendeckend durchdringen können. Aber auch die Fließbandproduktion enthält zum Beispiel den Aspekt des Kontinuierlichen, wenn ein Werkstück über unzählige kleine Schritte und eben in kontinuierlichem Fluss heranwächst. Diese beiden Grundmodelle der Serie, die identische und die differenzielle, operieren jeweils verschieden mit der Zeit und in der Zeit und artikulieren Zeit in deutlich unterscheidbarer Weise. Die identische Serie produziert Synchronizität oder Gegenwart. Das einzelne Exemplar der Serie ist allenfalls in seiner Ausfertigung zeitverschieden von den anderen, also Zeitstellen verschieden von den anderen. Aber da alle Exemplare auf einen einzigen Typ, das Modell, verweisen, das stets gleich bleibt, markiert das Erscheinen des einzelnen Exemplars keinen Fortgang in der Zeit und eigentlich überhaupt keinen Zeitpunkt. Im Idealfall ist sogar dem einzelnen Exemplar der Zeitpunkt seiner Ausfertigung oder Herstellung genau nicht anzusehen. Um zeitliche Abfolge, um Fortgang oder gar Fortschritt in der Zeit zu markieren, zum Beispiel Staffeln oder die verschiedenen Seasons oder Saisons oder auch Aktualität, muss eine Serie enden und durch eine andere ersetzt werden, muss das zugrunde liegende Modell einem anderen, das dann neu ist, weichen. Dieser Vorgang kann detailliert abgelesen werden, etwa an der amerikanischen Autoindustrie der 40er, 50er und 60er Jahre, als jedes Jahr neue Modelle herausgebracht wurden, technisch völlig baugleich mit den anderen, aber stilistisch überarbeitet. Oder selbstverständlich in der Modeindustrie mit ihren Frühjahrs- und Herbstkollektionen jeden Jahres. Und insofern als Raum, wie Leibniz es wendet, die Ordnung des Koexistierenden ist, kann die identische Serie als ein Regime im Raum angesehen werden, in das zeitliche Sukzession nur akzidentiell, nur durch das Anbringen von Schnitten und Brüchen eingetragen wird. Die klassische Maschinenhalle, eben schon aufgerufen, mit ihren Hunderten identischer Maschinen, auf denen wiederum identische Produkte hergestellt werden, die dann in einen räumlich strukturierten Markt mit Hilfe einer Verkehrs- und Vertriebsinfrastruktur hineingedrückt werden, den sie erobern können,
mag als Metonymie für diese Herrschaft der Serie im Raum und die Verräumlichung von Zeit durch Serialisierung als ausgedehnter Gegenwart gelten. Die differenzielle Serie auf der anderen Seite erzeugt wie beim Leinwandbild als extremem Beispiel einen einzigen zusammenhängenden, in der Zeit und mit der Zeit abfließenden Strom allmählicher Veränderung. In die differenzielle Serie muss der Schnitt, die Unterbrechung oder Pause oder auch der Riss ebenfalls eigens eingeführt werden, aber diesmal nicht um Fortgang in der Zeit, sondern im Gegenteil, um Synchronisierung zu erreichen und eine einigermaßen stabile Zuständigkeit, eine irgendwie andauernde Gegenwart anzuzeigen. Die Unterbrechung einer Serie hat also, je nachdem, in welchem Typ der Serie sie eingeführt wird, gänzlich gegensätzliche Funktionen, indem sie einmal Fortgang in der Zeit und einmal andauernde Gegenwart oder Synchronität schafft. In der Mitte des 20. Jahrhunderts nun kommt ein neues Massenmedium auf, das als ein einziger, riesiger und bald übermächtiger Experimentierraum angesehen werden kann, in dem die Produktion von Zeit und Zeitverhältnissen, in dem Zeitregime erprobt und gesellschaftsweit durchgesetzt werden können. In herausragender Weise gilt dies für die Erprobung der Serie und der Möglichkeiten des Seriellen. Dieses Medium natürlich ist das Fernsehen. Nirgendwo sonst ist ein auch nur annähernd vergleichbarer Reichtum verschiedenster Unterformen der Serie und des Seriellen ausgebildet worden. Nirgends ist auch das Grundprinzip des Seriellen derart ausgeformt und umgeformt worden, wobei jede neue Serialisierungsweise mit den übrigen schließlich zu komplexen Verdichtungen und Verwebungen zusammengeführt und überkreuzt wurde. Nicht nur basiert, wie Stanley Cavell feststellt, auf den wir später noch kommen werden, Fernsehen schlechthin auf dem Prinzip der Serialisierung. Vielmehr hat Fernsehen auch mit der als solchen ausgewiesenen Fernsehserie im engeren Sinne ein Format geschaffen, das in besonderer Weise dem kontrollierten Experiment und mithin auch der Reflexion und Fortentwicklung der Serienform selbst gewidmet ist. Und also der Ort ist, an dem das Fernsehen sein eigenes Grundprinzip aus und ein und wieder umfaltet. Etwa wird die oben beschriebene Unterscheidung zwischen der identischen und der differenziellen Serie im Fernsehen in unendlichen Iterationen und Reiterationen und Ausdifferenzierungen im Zuge der Evolution der Fernsehserie vorgetragen und durchgespielt. Entsprechend entwickelt die Fernsehserie rasch, ausgehend von der Differenz zwischen ruhender und verfließender Zeit, also Zeit als andauernder Gegenwart und solcher als Sukzessionsgeschehen, ein ganzes Netz feiner und kompliziert variierter Zeitformen. Man kann sogar vermuten, dass die verblüffende Karriere des Fernsehens als Massenmedium in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die das Medium im Übrigen nach ebenso verblüffend langem Wartestand einnahm, sich eben dem Umstand verdankt, dass die Konsumgesellschaft einen solchen Experimentierraum, in dem serielle Zeit und serielles Denken und Handeln erprobt und formatiert und mit dessen Hilfe schließlich auch durchgesetzt werden konnte, dringend benötigte. Die Position des Fernsehens in Bezug zu Serie und Serialisierung unterscheidet sich indessen dabei in ihrem Ausgangspunkt vollkommen von den industriellen Verhältnissen, wie wir sie oben kurz umrissen haben. Das ist die erste Überraschung. Denn das Fernsehen, mindestens in seinen frühen und seinen klassischen Formen, von Ende der 40er Jahre bis Ende der 60er Jahre, liefert überhaupt nichts zeitlich Stabiles oder Dingfestes. Es hat keinerlei gegenstandsartiges Produkt, das Bestand hätte und dann zum Beispiel kopiert werden könnte. Es gibt kein Urbild, wie es negativ entspreche. Das Fernsehen hat in dieser Zeit schon technisch nicht einmal ein stabiles, ruhendes, reproduktions- und also variationsfähiges Einzelbild, wie es etwa dem Bildkader des Zelluloidstreifens entspräche. Fernsehbilder sind grundsätzlich und damals maximal volatil. Sie werden schon mikrotechnisch, wie Sie alle wissen, im zeitlichen Nacheinander auf der Bildröhrenoberfläche geschrieben, sodass sie nie im zeitlichen zugleich als Bildfläche gegeben sind. Wenn Sie mal ein klassisches Röhrenbild fotografieren, wird es schwierig, müssen lange belichten, um das Bild überhaupt auf das Foto zu bekommen. Fernsehbilder können in der Frühzeit auch weder kopiert noch aufbewahrt werden. Sie müssen sofort im Moment ihrer Anfertigung auf den Sender gehen und vergehen dabei im selben Zug sofort. Eine Aufzeichnung elektronischer Bilder ist bis 1952 technisch nicht möglich. Und auch dann, nach der Einführung der sogenannten MPEX-Maschine, der Mutter aller Videorekorder, setzt sich die Bildaufzeichnung aus Praktikabilitäts- und Kostengründen erst ganz langsam durch. Bis weit in die 60er Jahre hinein ist Fernsehen im Grundmodus des Live verfasst.
Und auch die Bildaufzeichnung auf Zelluloid ist zumindest im amerikanischen Fernsehen aus rechtlichen Gründen, kartellrechtlichen Gründen und patentrechtlichen, zunächst bis 1954 nicht erlaubt. Die Fernsehserien der ganz frühen Zeit sind ausnahmslos live gesendete und vor laufender Kamera live gespielte und produzierte Formate. Dies stellte, denn das Programm Gitter war damals schon genauso streng wie heute, höchste Anforderungen an Improvisations- und Zeitregime der Vorführung selbst. Ich mache einen kleinen Einschub. Es gab eine Serie Man Against Crime, also eine Kriminalserie. Jede Episode erzählte einen Fall, es gab einen Detektiv. Und weil man doch nicht ganz genau kontrollieren konnte, wie lange das dauern sollte, gab es am Ende jeder Folge eine sogenannte Search Scene. Und diese Search Scene war variabel. Da gab es also die zwei Möglichkeiten. Entweder man hatte noch viel Zeit, da lief der Detektiv in den Raum, durchsuchte den ganzen Raum, riss alle Kissen auf, guckte unter jede Matratze, machte das Fenster auf und zu, um dann zu der Schublade zu gehen, in der das Beweisstück lag. War die Zeit knapp? Sie ahnen es, ging es umgekehrt, Tür auf, Detektiv rein, Schublade auf, Beweisstück gefunden, Folge zu Ende. Damit ist die Zeitherrschaft des Fernsehens eine gegenüber der oben beschriebenen Serienzeit der Industrieproduktion, aber auch der des Films deutlich verschoben. Weder beruht sie auf der technisch-automatischen Reproduktion eines einzigen festgeschriebenen Modells, noch auf der ebenfalls festgeschriebenen maschinisierten Variation. Die Serialität des frühen Fernsehens basiert überhaupt nicht auf Reproduktion, was ich eben identisch genannt habe, und Variation, differenziell, eines Objekts, sondern demgegenüber auf der Wiederholung eines Ereignisses oder Ablaufs in der Zeit. In der Wiederholung gibt es, anders als in Reproduktion und Variation, kein Urereignis mehr, kein Urtyp, keine Matrix, die reproduziert oder variiert werden könnte. Einmal aufgeführt und gesendet, geht das Original verloren. Und die neue Ausfertigung wandelt sich möglicherweise in ein neues Modell eigenen Rechts, das dann ebenfalls alsbald zugunsten eines anderen verloren geht und so weiter. Nach dieser Logik funktioniert jedenfalls das sogenannte Episodic Drama um 1950. Erstaunlicherweise nun wird diese Zeitstruktur, bei der jeder Folge einer Serie als ein eigenes Original fungiert, auch dann beibehalten, wenn, nach Klärung der rechtlichen Streitigkeiten, der Übergang zu Serien erfolgt, die auf Zelluloid-Film produziert werden und dann im Abtastverfahren zur Ausstrahlung gelangen. Das ist die Versöhnung zwischen New York und Hollywood, also der Film- und der Fernsehindustrie. Das liegt daran, dass die Produktion auf reproduktionsfähigem Material, also Zelluloid, noch nichts daran ändert, dass die Rezeption als ereignisförmiger Einmalvorgang erfolgt. Dieselbe Folge einer Serie kann nur ein einziges Mal gesehen werden, es sei denn, sie wird ein weiteres Mal ausgestrahlt, was in der Frühzeit nicht der Fall ist. Das ändert sich erst im Verlauf der 80er Jahre mit der Einführung des marktgängigen Videorekorders, die im Verein mit anderen technologischen Veränderungen zu einem tiefen Formenwandel des Fernsehens führen wird. Bis dahin jedoch dominiert die Serienform, die auf der Basis der Wiederholung aufruht, die wiederum aus der angenommenen oder technisch tatsächlichen Irreproduzierbarkeit des einmal Gesendeten resultiert. Diese Struktur der Wiederholung ist es auch, die in den klassischen episodischen Fernsehserien eine eigene, sehr charakteristische Semantik produziert. Die erzählte Welt der klassischen Fernsehserie kann als Ausfertigung oder gar Reflexion ihrer Zeitstruktur gelesen werden. Schaut man sich Klassiker wie Bonanza, The FBI oder Star Trek an, die allesamt eine vollkommen geschlossene Episodenstruktur aufweisen, so blickt man in eine erzählte Welt, in der alles, was geschieht, grundsätzlich zum ersten Mal geschieht. Denn alle Figuren verhalten sich mindestens tendenziell so, als ob dies der Fall wäre. Die wesentlichen Informationen, die wir benötigen, um die Handlung einer Episode zu verstehen, etwa wo die Ponderosa Ranch liegt oder was ein Warp-Antrieb ist, werden uns und den handelnden Figuren in jeder Episode eigens immer wieder gegeben. Die handelnden Figuren haben kein Bewusstsein dafür, dass sie in der Vorwoche ein strukturell exakt gleiches Abenteuer bereits bestanden haben. Und die in der Vorwoche gemachten Erfahrungen nützen ihnen nichts. Genauer, sie scheinen sie nicht einmal gemacht zu haben. Sie lernen nichts. Jedes Mal ist für sie charakteristisch für die Wiederholung das erste Mal. Genauer ist es natürlich möglich, dass sie sehr wohl ein gewisses Gedächtnis haben, dass sie es aber vorziehen, dieses Gedächtnis absichtsvoll zu unterdrücken. Genauso wie wir, die Zuschauer, dies tun, um die Serie genießen zu können. Wäre es so, dann wäre die Welt der Serie, so wie wir sie den Helden zuschreiben,
eine mehr oder weniger kierkegaardianische Welt, eine Welt vollkommenen Stillstands, die aber durch die zeitsetzende und willkürliche ästhetische Praxis des Vergessens absolut erstmalig und lebendig gehalten wird. So kann eine ikonische Figur wie Adam Cartwright aus Bonanza plötzlich verschwinden, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Es ist, als sei er nie da gewesen. Und es ist gut so. So wird es unmöglich zu sagen, ob die Episode einer Serie ein serielles Produkt oder ein traditionelles Einzelding sei. Offensichtlich ist sie beides zugleich. Was darauf hinausläuft, dass die Episode zwei einander ausschließende Zeitregime zugleich und in einem Zug ausübt. Bleibt dies in Bonanza eher implizit, so wird es in Star Trek stellenweise auch explizit. Die allererste Episode dieser Serie handelt davon, wie dem Helden Captain Kirk auf einem entlegenen Planeten ein Stück seiner eigenen Vergangenheit, natürlich in Gestalt einer Frau, begegnet, aber so, dass er es nicht bemerkt und dadurch als ein vollkommen neues, unvermutetes Abenteuer erlebt. Und ein noch spektakuläreres Beispiel begegnet uns ganz am anderen Ende der historischen Skala, noch in der legendären 80er-Jahre-Serie Dallas. Ein halbes Jahr nach ihrem Tod, Sie erinnern sich, begegnet uns die Figur des Bobby plötzlich unter der Dusche im Badezimmer seiner Frau wieder. Und die gesamte Zwischenzeit stellt sich als nichts anderes denn als ihr Traum heraus. Dies alles gilt für die Serie in geschlossenen Episoden. Etwas ganz anderes und der Gegenentwurf dazu ist die Daily Soap Opera der frühen und der klassischen Zeit des Fernsehens, also die vormittags gesendete, täglich ausgestrahlte Familienserie. In der Soap ist jede Folge offen in Richtung auf ihre Vorgängerin und ihre Nachfolgerin. Sie enthält wenigstens drei verschiedene Handlungsstränge, von denen einer mit dieser Folge beginnt, aber nicht endet, einer endet, der aber schon früher begonnen hat, und einer befindet sich in vollem Lauf zwischen Anfang und Ende, die also jenseits der einzelnen Folge liegen. Die Zeit ist hier also vergleichsweise schwach artikuliert. Sie wird strukturell wie erneut in der erzählten Welt semantisch überhaupt nur ansatzweise bemessen und gemessen, sondern als weitgehend ungegliederter Fluss erschlossen. In diesem Fluss kehrt nichts wieder, aber alles, was geschieht, ist der Effekt von etwas, das früher geschehen ist oder könnte Effekte in kommenden Folgen zeitigen. Und gerade dies macht die Qualität der Soap Opera als Fluss und Zusammenhang aus. Wo die Helden der Episodenserie handelten, aber nichts lernten, da lernen die Figuren in Soap Operas oder bemühen sich sehr darum. Sie versuchen zum Beispiel zu reifen, aber sie handeln kaum. Entsprechend resultiert daraus ein gegenüber der Episodenserie komplementärer weiterer Zeiteffekt. Schien in der Episodenserie das Vertrauteste, notfalls aufgrund aktiven Vergessens, als immer wieder befremdlich, so ist es in der Soap Opera umgekehrt. Was immer auch geschehen mag, es erscheint letztlich, wie die Analysen des Genres von Muriel Cantor und Suzanne Pingree bis hin zu Tanja Modleski gezeigt haben, als vertraut, als familiarisiert oder, wie vermutlich Günther Anders formulieren würde, als verbiedert. Das heißt keineswegs, dass hier immer wieder dasselbe geschieht. Ganz im Gegenteil, was immer geschieht, es ähnelt einem früheren Erlebnis, das aber mit dem jetzigen nicht identisch ist. Es erinnert an etwas anderes. Familiarisierung heißt in zeitlicher Hinsicht, dass ein Ereignis aus einer früheren Erfahrung hervorgeht, die wir nicht einmal notwendigerweise kennen oder erkennen müssen, auch die Protagonistinnen nicht. Aber dann werden sie alles tun, um sie im Nachhinein zu erfahren. Und seinerseits spätere Entwicklung erwarten lässt, auch wenn sie dann vielleicht nie eintreten. Die Ereignisse der Soap werden als Aufeinanderfolge gelesen, also als Folge meist auch im Sinne einer kausalen Anordnung. Die Figuren der Soap aber einer sehr unscharfen. Die Figuren der Soap haben also in deutlichem Kontrast zu denjenigen der Episodenserie ein Gedächtnis und Erwartungen, auch jenseits der Episodengrenzen. Besonders die zahlreichen Großaufnahmen in Soap-Operas zeigen nicht wie in Episodenserien Hände, die handeln, sondern erwartungsvolle oder erinnerungsoffene Gesichter, mit denen sie auf die Ereignisse und auch nicht auf diese direkt, sondern in der Regel auf Erzählungen der anderen Figuren von Ereignissen, die wir selbst nie sehen, Bezug nehmen. Die Gegenstruktur von Handlung und Reaktion, von Stimulus und Response, wird hier also in Erinnerung und Erwartung umgelegt und zudem verteilt auf die drei Handlungsstränge. So verschmilzt die in die abgegrenzten Einstellungen und Einzelfolgen gegliederte Struktur der Soap ein in den kohärenten, weitgehend ungegliederten Zeitfluss. Und erneut finden wir in der erzählten Welt der Soap die Referenzialisierung oder Semantisierung der formalen Zeitstruktur des Mediums. Im Ganzen
Betraf dies im Fall der Episodenserie die Funktion der Wiederholung, so ist es hier im Fall der Soap die Funktion des Flow. Der Kultursoziologe Raymond Williams hat diese spezielle Qualität des Fernsehens als Flow zuerst im Jahr 1973 beschrieben und seither ist die Diskussion um das Phänomen und den Begriff nicht mehr abgerissen. Flow ist die erstaunliche Fähigkeit des Fernsehens, den Eindruck eines kohärenten und kontinuierlichen verfließenden Stroms der Bilder, Töne und Ereignisse und damit der Zeit hervorzurufen. Manche Autoren sehen darin sogar eine ununterbrochen arbeitende, stets transformatorische Produktion kultureller Bedeutung und sozialen Sinns. Doch dies ist sehr umstritten. Genauso gut könnte ein Unterlaufen der Differenz von Bedeutung und Nichtbedeutung oder Nicht- und Nichtsinn, Sinn und Nichtsinn der Fall sein. Dem gehen wir jetzt nicht nach. Paradoxerweise entsteht dieser Strom über einem extrem gegliederten, hoch- und willkürlich fragmentierten und semantisch völlig unzusammenhängenden Grundtext, den die rasend abfolgenden Einstellungen und die wild kollagierten, aufeinander völlig bezugslosen Sendungen des Fernsehens im Durcheinander aus eigentlicher Sendung, Zwischeneinblendung, Werbung, Eigenwerbung, Nachrichtenblöcken, Vorschau und Rückschau und so weiter aufspannen. In ihrer Weise, nämlich indem sie die unwahrscheinlichsten Wechsel und Unglücksfälle des Lebens in einen kohärenten Fluss möglicher Erinnerung und Erwartung ummünzen und so familiarisieren, spiegeln die Soap Operas diese Flow-Qualität des Fernsehens in das einzelne Serienformat hinein. Und wollte man ganz technizistisch und mikroskopisch argumentieren, könnte man diesen Zug sogar zurückverfolgen bis in den kontinuierlichen Strom der ausgestrahlten Radiosignale und des Strahls der Kathodenröhre, auf denen das Fernsehen technologisch beruht. Die Informationstheorie lehrt uns, dass jedes einzelne Signal einer Signalkette völlig unabhängig ist von seinen Vorgängern und Nachfolgern, dass sie jedoch trotzdem allesamt miteinander durch die bedingte Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens verbunden sind und einen gemeinsamen Möglichkeitsraum aufspannen. Die Philosophie des Fernsehens, wo es sie überhaupt gibt, hat zwischen der auf Wiederholung einerseits und Fluss andererseits basierten, also strengen temporalen Serialität des Fernsehens auf der einen Seite, der im Verhältnis zum Raum begründeten älteren Serialität der Reproduktion und Variation, wie wir sie oben anhand der Industrieproduktion kennengelernt haben, lange keine genaue Notiz genommen, sondern erstere unter letztere subsumiert. Der Philosoph Günther Anders zum Beispiel fasst das Fernsehen in seinem beeindruckenden und wohl wegen des trivialen Gegenstands, nämlich des Fernsehens, leider vielfach unterschätzten Essay »Die Welt als Phantom und Matrize« aus dem Jahr 1956, das Medium als ein Seitenstück der industriellen Serienfertigung im Rahmen einer von ihm sogenannten ökonomischen Ontologie. Für ihn ist das Fernsehen eine Matrix, deren Funktion, also ein Modell, deren Funktion es sei, Denk- und Verhaltensmuster in der Art eines Prägestocks auf die derart stereotypisierten Zuschauer herabzudrücken. Die ökonomische Logik der Matrix verlange, so Anders, endlos identische und zahllos zahlreiche Kopien ein und desselben Verhaltensmodells oder Objektschemas, bis schließlich die gesamte Welt mit den Vorgaben der Matrix identisch werde und so ihrer Widerständigkeit gegen sie beraubt. Und dies führt Anders direkt auf die Serienstruktur des Fernsehens zurück. Ein Grundplot, ein invarianter Handlungsort, ein stereotypisierter Charakter werde endlos durch die zahlreichen Einzelfolgen der Serie hindurch kopiert. Die Folgen sind damit für Anders eben im strengen Sinne keine Folgen. Sie markieren genau keine Veränderung in der Zeit, auch wenn sie nacheinander ausgestrahlt werden. Ontologisch gesehen spannen sie einen Simultanraum auf. Erneut, so Anders, wird Zeit damit in Raum verwandelt und also stillgestellt. Dieses Argument, das wir auch im Kontext kritischer Theorie wiederfinden können, kehrt in der Fernsehtheorie wieder und wieder und taucht schließlich höchst einflussreich 1982 bei Stanley Cavell auf in seinem berühmten Essay über die Tatsache des Fernsehens. Hier begründet Cavell die Unterscheidung zweier grundverschiedener Wahrnehmungshaltungen, die er Viewing und Monitoring nennt. Während der Betrachter im Zuge des Viewings, charakteristischerweise ist das für Cavell ein Filmzuschauer, in eine Welt versinkt und an ihr teilhat, einer Welt, die sich entlang einer Zeitlinie dynamisch fortentwickelt, bleibt der Fernsehzuschauer im Zuge des Monitoring im Überwachungs- und Überblicksmodus einer ihm äußeren Welt gegenüber, die durch andauernde Gleichförmigkeit und ereignislose Gegenwärtigkeit gekennzeichnet sei. Fernsehserien seien, sagt Cavell, bestenfalls als Variationsketten über einem gegebenen und unwandelbaren Grundschema anzusehen,
das dem Zuschauer und sogar dem Produzenten möglicherweise zunächst unbekannt ist, das aber, sobald er es erschlossen hat, langweilig wird, sich erschöpft und dann irgendwann zu sinkenden Einschaltquoten und damit zum Ende der Serie führt. Zum Vergleich führt Cavell die Improvisationspraxis des Jazz an, die er für ein ähnlich steriles Prinzip hält. Ob Cavell sich hier der Auffassung Adornos zum Jazz und zur Improvisation die Auffassung Adornos zu eigen gemacht hat, ist nicht feststellbar. In beiden Fällen aber geht es den Autoren darum, die strikte Beschränkung eines bestimmten seriellen Verfahrens auf die Herstellung identischer Serialität deutlich zu machen, die auf dem Mechanismus von Reproduktion und Variation statt auf demjenigen der Wiederholung beruht und die mithin von Raum, nicht aber von der Zeit im Sinne einer generativen, kreativen und evolutiven Größe aus operiert. Interessant nun ist, dass in der neueren Theoriebildung zum Fernsehen nicht nur das Episodenprinzip der Fernsehserie, sondern auch das Prinzip des Flusses, wie wir es oben anhand der Soap Opera angetroffen haben, auf einen Stillstellungsmechanismus und ein Umlenken der Sukzession in der Zeit auf die Simultaneität und eine Raumanordnung vorgenommen wird. Auch das Flow-Prinzip nämlich ist in den 80er und 90er Jahren von Autoren wie Jane Foyer oder Hans-Jürgen Wulff auf die Produktion statischer Identität des ewig selben zurückgeführt worden. Demnach ist auch Flow nichts anderes als Redundanz. Alle möglichen Widersprüche und Paradoxien, die zwischen den untereinander inkompatiblen Ausgangselementen bestehen, über denen sich dann der Flow aufbaut, also die heterogenen Einzelsendungen oder die Einzelfolgen der Serie oder die verschiedenen Widerfahrnisse innerhalb der diegetischen Welt oder auch die einzelnen Einstellungen als kleinste isolierbaren Elemente, werden im Flow demnach entgliedert und schließlich stillgestellt, indem sie in einen einzigen, über alles hinwegziehenden Sinn- und Zeitfluss eingestellt werden, der alles nur Mögliche in einen einzigen Zusammenhang integriert. Und gerade weil er das tut, kann sich nicht etwas wirklich Neues im Flow ereignen. So wirkt auch die strömende Zeitform der Serie demnach als gesellschaftliche Versöhnungs- und Stabilisierungsagentur. Auch dies findet sich im Übrigen im Ansatz schon bei den zitierten Anders und Cavell. Für Anders ist die Familiarisierung oder Verbiederung der Welt neben der Ökonomisierung ein weiterer ontologischer Grundzug des Mediums. Sie führt auch bei Anders zur Auslöschung der Fremdheit und Befremdlichkeit der Welt, letztlich zum Ausschluss des Außen überhaupt, das dem Innen, dem heimeligen Heim nämlich, angeähnelt wird. Und auch für Cavell wird die Beziehung zwischen dem Innenraum als dem Bekannten, Verfügbaren und Sicheren einerseits und dem Außen als dem Unbekannten und Unheimlichen andererseits durch das Fernsehen erschüttert. Herrscht für Anders die Angleichung des Außen und seine Integration in den Innenraum vor, so sieht Cavell ganz im Gegenteil hier eine vollkommene Abtrennung am Werk. Indem die äußere Welt entrückt und seriell stillgestellt werde, werde jede Veränderung, die von ihr ausgehen könnte, unwahrnehmbar gemacht. Und die Unveränderlichkeit der Außenwelt wird in der Überwachungsfunktion des Fernsehens, eben dem Monitoring, abgesichert und bestätigt. Für Anders dagegen ist die Außenwelt nicht unzugänglich, sondern wird in einem Exzess des Zugriffs und der Angleichung an das Heimelige, den Familienraum des Fernsehens, ihrer Unverträglichkeit beraubt. Die Soap Opera vor allem könnte genau dafür einstehen. Die Widersetzlichkeit der Welt als Widerstand unseres Wollens ist aufgehoben und damit verschwindet so Anders die Welt, wie sie in der ontologischen und anthropologischen Tradition gefasst worden war, überhaupt. Die Verbiederung führt zur Herausbildung eines einzigen unartikulierten, zusammenhängenden und beiordnenden Gesamtraums. Wie für das Prinzip der Serialisierung durch Aufreihung gedächtnisloser geschlossener Episoden, wir haben das vorhin berührt, wird also auch für das Prinzip des unendlichen Zeitflusses eine Rückführung des Differentiellen auf das Identische und der Zeit auf den Raum vorgenommen. An dieser Grunddiagnose ändern auch die seit den 80er Jahren, einer Zeit rabiater Umbrüche des Fernsehens und der Herausbildung dessen, was wir das Neofernsehen nennen, kommt gleich nochmal, aufgekommenen zahlreichen raffinierten Mischformen zwischen dem Episoden- und dem Flussprinzip der Soap Opera. Dallas etwa steht in den 80er Jahren für einen solchen Vereinbarkeitsversuch zwischen Episoden- und Flussprinzip. In jüngerer Zeit jedoch und namentlich in den letzten 20 Jahren, jetzt werden Sie bitte wieder wach, hat sich ein neuer Serientyp entwickelt und durchgesetzt, den ich deshalb den Typ der Neo-Serie nennen möchte und der Polarität von Episode und Fluss enträt. Er kann auch nicht mehr, wie diese beiden Formen und ihre Mischverhältnisse, auf Stillstellungs- und Raumverhältnisse und damit auf das ältere Verständnis der Serie und des Seriellen reduziert werden, wie es für dingfeste industrielle Verhältnisse kennzeichnet war.
Selbstverständlich ist das Aufkommen der Neo-Serie nicht ohne Vorläufer geschehen. Und ebenso vertreten zahllose aktuelle Serien noch immer den klassischen Typus in einer seiner beiden polaren Erscheinungsweisen oder ihren komplexen Überkreuzungsverhältnissen. Neo-Serien können durch eine Zeitstruktur charakterisiert werden, die sich nicht mehr in Wechselverhältnissen von unendlicher Anreihung geschlossener Episoden und fortfließender Ausdehnung miteinander übergangslos verschränkter Folgen erschöpft. Nicht alle der neuen Zeitformen und Merkmale, die ich gleich aufzählen werde, sind in jeder Neo-Serie gleichermaßen funktional. Dennoch habe ich den Eindruck, dass es hauptsächlich drei sind. Das erste auffällige Merkmal der Neo-Serien wäre ihre Endlichkeit in der Zeit. So wie in Twin Peaks, besonders in der ersten Staffel, oder für 24 oder für Breaking Bad beobachtbar, auch in der ersten Staffel, laufen Neo-Serien auf ein Ende in der Zeit hinaus oder suggerieren dies, implizit oder explizit, in der erzählten Welt oder als Fernsehformat oder beides. In den amerikanischen Markt, den nordamerikanischen Markt, ist diese Form aus Südamerika importiert worden, nach dem Muster der brasilianischen Telenovela oder des mexikanischen Fernsehromans. In den klassischen Serien wurden und werden, wie wir gesehen haben, Merkmale des Mediums, wie der kontinuierliche Signal- und Bilderfluss, oder solche des Formats, wie die Kohäsion in der Zeit, in die Handlung, die erzählte Welt einzelner Episoden und Folgen, hineinkondensiert. Diesmal in der Neo-Serie kehrt sich das auch um. Die im Programmschema des Fernsehens notwendig begrenzte Ausdehnung einer Episode oder Folge, die nun mal 30, 45, 60 Minuten dauert, in der Zeit wird auf das Format im Ganzen ausgedehnt. Und die Konsequenz der zeitlichen Begrenzung wird nun in die erzählte Welt in jeder einzelnen Folge zurückgefaltet, und zwar als Zeitdruck, unter den die Figuren gesetzt werden, wie in 24, oder genau im Gegenteil, als Verlangsamung in der Annäherung an das vorgegebene Ziel, wie in Twin Peaks. Beide Verfahren, Beschleunigung und Verzögerung, beruhen auf einer Änderung des Zeitflusses selbst in seiner Geschwindigkeit, der nun nicht mehr gleichförmig, sondern eben in seiner Geschwindigkeit wandelbar wird. Und genau dadurch bringt er sich selbst als Zeit ausdrücklich zur Geltung. In 24 ist das völlig offensichtlich, denn die immer wieder eingeblendete Uhr zeigt die zunehmende Knappheit der verbleibenden Zeit explizit an. In Twin Peaks dagegen ist die Endlichkeit eher implizit, vermittelt über den kaum erträglichen Kontrast zwischen der langsamen Vorgehensweise sowohl des FBI-Ermittlers, Agent Cooper, Sie erinnern sich an ihn, als auch der Kleinstadtleute in der Stadt namens Twin Peaks einerseits und der extrem gewalttätigen Verbrechensabläufe andererseits. Selbst in Serien, die gar nicht auf Endlichkeit abgestellt sind, wie etwa CSI, wird der Zeitmangel und wird der Kontrast zwischen Beschleunigung und Verzögerung immer wieder ausdrücklich zum Thema gemacht. Wenn du keine Zeit hast, musst du besonders langsam arbeiten, sonst bist du nicht schnell genug, sagt der charismatische Oberermittler Grissom aus Las Vegas einmal. Ein anderer Effekt der Zeitbeschränkung kann in der Struktur nicht der einzelnen Teile und ihrer Erzählweise, sondern in derjenigen des Formats im Ganzen angetroffen werden. Wird die Endlichkeit Teil der erzählten Welt, dann kann doch das Format als Ganzes seine ökonomisch notwendige oder mindestens nützliche Unendlichkeit beibehalten, indem immer mehr und immer neue Folgen zwischen den jetzt erreichten Stand und das absehbar vorgegebene Ende eingerückt werden. Der Fortgang in der Zeit also immer kleinschrittiger wird. Zwischen zwei Episoden kann im Prinzip stets noch eine weitere Episode eingeführt werden, sodass der Abstand in der ausgesparten erzählten Zeit zwischen den Folgen variabel wird und der Fortgang zum Ziel tendenziell asymptotisch. Schmiegten sich die klassischen Serien an den Ablauf der Realzeit möglichst an, Ausstrahlungsrhythmus und Ereignisrhythmus sollten möglichst glaubhaft übereinstimmen, so setzt dieses Prinzip hier aus. Die zweite und dritte Staffel von Twin Peaks stehen als Beispiel dafür, aber zum Beispiel auch Ally McBeal, wo einerseits die Folgen in kontinuierlicher und kohärenter Nachfolge zueinander stehen, andererseits die Annäherung an das angestrebte Ende, nämlich die Entscheidung der Heldin für einen festen Partner, immer weiter verlangsamt wird. Die Beschränkung der äußeren Handlungszeit führt zu einer Art innerer Unendlichkeit. Und auch Breaking Bad könnte zumindest in der ersten Staffel dafür stehen, in Walter Whites Wettlauf mit dem sicher bevorstehenden Tod. Eine Konsequenz dieses neuen Zeitdrucks ist die Vervielfältigung und Vermehrung der Bilder in Neo-Serien, jedenfalls in einigen. Entweder wird die Schnittfrequenz und folglich die Zahl der Einstellungen und damit der verschiedenen Bilder erheblich erhöht,
oder es treten immer mehr Bilder innerhalb des Bildes auf. In Twin Peaks gibt es eine Serie in der Serie, Invitation to Love. In CSI werden nicht nur, wie auch in Lie to Me, massenhaft technische oder epistemische Bilder innerhalb der Ermittlungshandlungen produziert, Fotografien, Computerbilder, Projektionsbilder, deren Beschleunigungs- und Verlangsamungsfähigkeit zudem unablässig vorgeführt wird, sondern CSI spaltet sich zudem in drei Unterformate auf. 24 arbeitet mit einem Split Screen. In The Sopranos soll es, das habe ich aber selber nicht gesehen, ich habe es nicht gefunden, eine Szene geben, bei der ein Fernsehgerät auf dem Küchentresen der Wohnung steht. Auf dem Bildschirm sei gut sichtbar, das zu sehen, was in eben dieser Episode von The Sopranos in ein paar Minuten geschehen wird. In Flash Forward weisen die epistemischen Bilder in eine Vergangenheit, die zugleich einen festen Punkt in einer Zukunft anzeigt, die unerbittlich näher rückt, das Datum wird auch gegeben, es ist genau in 6 Monaten, die aber andererseits unbedingt vermieden werden soll. Gerade diese Serie ist im Übrigen mit allen Merkmalen der Zeitparadoxien ausgestattet, wie sie Zeitreisen und Prädestinationsprozesse produziert. Während also die Zeit als lineare Erstreckung, sei es in der Kette abgeschlossener Episoden, sei es im unendlichen Fluss in der Art der Soap, begrenzt wird, wächst die Komplexität der Zeitstränge und vor allem der zeitgebenden Bilder stark an. Und dies ist erscheint mir ein erstes wichtiges Merkmal von Neo-Serien. Die zweite spezifisch temporale Qualität der Neo-Serie nach der Begrenzung der Zeit und ihren daraus resultierenden Komplexionsformen ist die Transformation. Neo-Serien führen aus, wie etwas anders oder zu etwas anderem wird, wie aus einem das andere erwächst in einem nicht präzise gliederbaren Prozess der Metamorphose. In der zweiten und dritten Staffel von Twin Peaks etwa geht es schließlich gar nicht um die Aufklärung des Verbrechens und die Ergreifung des Fürsten der Finsternis und gefallenen Engels Wyndham Earl, sondern um den fast unmerklichen und erst ganz am Ende ausdrücklich eintretenden Seitenwechsel des Helden Agent Cooper von der Seite des Lichts auf diejenige des Dunkels. Metamorphose ist aber auch ein Hauptthema in Ally McBeal, vom Kind zur Erwachsenen etwa, aber auch buchstäblich im Bild. Die Körper der Figuren werden in allerlei Computerverfahren, wie sie um 2000 zugänglich und hip waren, gemorpht, dehnen sich plötzlich aus, verlieren ihre Proportionen und Konturen oder verschwinden winzig wie Alice im Wunderland, nur eben vor unseren Augen, im fortfließenden Bild. Und auch in Breaking Bad geht es um allmähliche Umformung, vom Leben zum Tod, sehr schön, vom Leichnam zur Flüssigkeit, von Gut zu Böse, von Bild zu anderem Bild, von chemischen Substanzen in andere chemischen Substanzen, namentlich Drogen. Dasselbe Thema ist schwächer über die Psychotherapien des Sopranos gegenwärtig. Auch hier entsteht die Semantik der erzählten Welt aus dem strukturellen und technischen Wandel des Fernsehbilds selbst. Zum einen hat das Fernsehbild mit dem Einzug des Digitalen eine nahezu unerschöpfliche Plastizität und Bildsamkeit erfahren. Zum anderen ist das Fernsehen selbst als Massenmedium und Institution Objekt eines tiefen Wandlungsprozesses in den Kommunikationsverhältnissen. Es verliert am Ende des Jahrtausends seine Funktion als Leitmedium und muss sich neu in Beziehung setzen zu völlig anderen Verfahren der Produktion und Zirkulation von Bildern in weltweitem Maßstab. Die dritte auffällige Zeitqualität der Neo-Serien ist von meinem wunderbaren Bochumer Kollegen Oliver Fahle bemerkt worden. In einem kürzlich vorgestellten Beitrag zeigt er, dass speziell in Laboratoriumserien wie CSI oder Crossing Jordan der menschliche Körper innerhalb der Serie das Bildobjekt wiederum zweier verschiedener Bilderreihen ist. Zum einen gibt es hier stets eine Sequenz nahezu ruhender und jedenfalls ruhiger Bilder, die den unbeweglichen toten Körper, wie er am Tatort oder besser noch in der Pathologie liegt, zeigen. Die andere Bilderreihe besteht aus computeranimierten, sehr schnell bewegten und kurzphasig montierten Bildern, die das Innere dieses Körpers zeigen, wie es von außen durchdrungen, verletzt und durchfahren wird von Projektilen, Messern oder chemischen Substanzen. Dabei verhält sich die virtuelle Kamera selbst wie ein Projektil oder eine Injektionsnadel. Derlei Kompositionen des Bilderflusses in zwei oder mehrere Verläufe unterschiedlicher Zeitregime, unterschiedlicher Geschwindigkeit und Rhythmik innerhalb der Serie können nun in zahlreichen Neo-Serien beobachtet werden. Fahle ließ dies im Licht der berühmten Idee Gilles Deleuze's aus seinem Buch Logik des Sinns, demzufolge Serialisierung
der Kernvorgang in sinnbildenden, genetischen, kreativen und evolutiven Prozessen sei. Deleuze folgend ist Serialisierung ein Effekt, der aus der Überlappung und Überlagerung und der wechselseitigen Überkreuzung zweier oder mehrerer Ereignisreihen entsteht, die völlig unabhängig voneinander sind und einer je eigenen Logik folgen, aber im Zusammenspiel dennoch Effekte zeitigen, wie die Wellenkreise zweier ins Wasser geworfener Steine. Die eine Reihe sei, so Deleuze, eine gleichmäßige, gegliederte Kette abgeschlossener Einheiten oder Ausdrücke, wie etwa die Laute und Wörter der Sprache. Die andere hingegen sei ein Ablauf, in dem jedes Element mit dem Vorhergehenden und dem Nachfolgenden verbunden sei, wie im Fluss der Bedeutung und ihrer Verbindungen zu Signifikaten beim Sprechen und Hören. Wenn nun diese beiden einander berührten und durchdrängen, entstünden Komplikationen in den Abläufen, Komplexitäten, Störungen und Paradoxien. Die unwiederholbare Sequenz dieser überlagernden Effekte nun generiere eine dritte Reihe unvorhersehbarer Ereignisse. Deleuze nennt eben sie den Sinn. Der Sinn wäre demnach nicht etwas jenseits von Ausdruck und Bedeutung liegendes, sondern käme aus dem immanenten Spiel der Zeitreihen als Effekt zustande. Diese dritte Sequenz, die eigentliche Serie, ist demnach ein generatives und kreatives und zugleich immanentes Prinzip. Sie lässt Neues erstehen und treibt so die Zeit als Fluss des Werdens voran, ohne etwas anderes als das Vorhandene in Anspruch nehmen zu müssen, sagt Deleuze. Vor der zu glatten Analogie zwischen Neoserie und deleuzianischer serieller Sinnlogik muss man sich gewiss hüten. Noch im Band des Strukturalismus und der Semiologie identifiziert Deleuze die eine Serie, die gegliederte Serie, mit der Kette der Signifikanten, die andere, die kontinuierliche Serie, mit dem Signifikat, die in einer rein willkürlichen, koinzidenziellen Beziehung zueinander stehen. Im Fall des Fernsehens jedoch wäre es gewiss schwierig, eine Ausdrucks- und eine Bedeutungsebene zu unterscheiden, die dann jeweils in einer speziellen Bilderserie realisiert würden. Die Bilder vom Inneren des Körpers in der Ermittlerserie zum Beispiel sind vermutlich nicht die fließende Signifikate der gegliederten Außenbilder vom ruhenden Körper, sondern ihrerseits eigene Signifikanten. Oder aber das Umgekehrte ist auch denkbar, nämlich eine Lektüre, die den ruhenden Körper als Signifikat des Innenbildes nähme. Genau dies aber wäre für das, was wir in der Folge Francesco Casettis und Roger Audins das Neofernsehen nennen können, eben bezeichnend. An die Stelle des Verweises der Bilder auf Bedeutung, so Casetti und Audin, tritt derjenige auf andere Bilder. In diesem Sinne könnte also die Neoserie über Fahles Gedanken hinausgehend und radikaler noch als bei Deleuze gefasst als nicht-dialektisches Zusammenspiel zweier Serien beschrieben werden, nämlich derjenigen des wiederholenden Typs und derjenigen des fließenden Typs, deren Polarität die klassische Fernsehserie, wie gesehen, aufspannte. Aber beide sind in ihrem Zusammenspiel nicht mehr eindeutig oder gar nicht mehr im Hinblick auf die Unterscheidung von Ausdruck und Bedeutung von Signifikant und Signifikat zu fassen. Der immanente Sinneffekt der Neoserie kommt offenbar ohne diese Unterscheidung, mindestens aber ohne ihre dauerhafte Sistierung aus. Anders als die beiden Ursprungsserien kann die dritte, die generative Seite des Sinns, auch kaum auf die reine Reproduktionsserie, die Redundanzproduktion und eine letztlich räumliche Logik reduziert werden, wie die industrielle Tradition der Serienfertigung es nahelegt und wie es, wir haben es gesehen, in Philosophie und Theorie des Fernsehens immer wieder vorgenommen wurde. Dies heißt nun nicht unbedingt, dass das Fernsehen zwingend im Licht der deleuzischen Zeitphilosophie neu und in neuer Orthodoxie zur Geltung gebracht werden muss. Es kann aber auch umgekehrt und historisierend die Spekulation freisetzen, ob nicht Deleuzes Konzept der seriellen Zeit möglicherweise eben nur unter den Bedingungen des Fernsehens, der Fernsehkultur und des Fernsehens als uneingestandenem und meist sogar ausdrücklich zurückgewiesenem Denkraum zwischen 1965 und 1995 entwickelt werden konnte. Fernsehserien, so hoffe ich gezeigt zu haben, können als Reflexionen und Experimente und Projektionen der dem Medium eigenen Möglichkeiten zur Produktion und Transformation von Zeit und Zeitverhältnissen angesehen werden. Und um nun endlich zu ihrer Erlösung beizutragen, zu einem Schluss zu kommen, möchte ich am Schluss eine sehr spezielle und besonders umfangreiche Dimension der Zeitschaffung kurz betrachten, nämlich eben die Geschichte. Es will mir in aller Vorsicht scheinen, als ob die beiden Basistypen der klassischen Fernsehserialität, das Wiederholungsmodell in der Episodenserie und das Flussmodell in der Soap Opera und das auch die dritte Form generativer und plastischer Serialität der Neoserie mindestens Parallelen zu drei verschiedenen Typen und Praktiken der Geschichtsschreibung und der Geschichtsverfertigung unterhalten. Der Gedanke, dass Erzählformen
und narrative wie technologische Strategien zugleich historiografische Zugriffe produzieren und verschiedene Formen des historischen Begreifens ist keineswegs neu. Im Fall der Fernsehserie können zusätzliche institutionelle und zeitökonomische Faktoren der Produktion historischer Zeit hinzugezogen werden. Mit dem verfertigenden Zugriff auf Geschichte meine ich im Anschluss an Niklas Luhmann die wahlfreie Adressierung beliebiger Zeitpunkte und Ereignisse der Vergangenheit von einem Gegenwartszeitpunkt oder Zeitraum aus. Wir können uns auch hier erneut auf Günther Anders berufen und seine Idee von der Matrix. Wenn das Fernsehen tatsächlich eine Matrix für die Einformung der Welt bereithält und durchsetzt, dann gilt dies wohl auch für die historische Welt, also den geschichtsförmigen Zugriff auf die Vergangenheit, den das Fernsehen dann ebenfalls nach seinem Bilde modelliert und einprägt. In zugegebenermaßen völlig spekulativer Wendung, die ich auch gegebenenfalls in der Diskussion nicht verteidigen werde, halte ich es für möglich, dass zwischen den drei hier betrachteten Serialisierungsweisen und drei Modellen der Geschichtsschreibung jeweils Analogiebeziehungen bestehen. Die erste Analogie betrifft die Serie als kontinuierlichen Fluss einerseits und das klassische historistische Geschichtsmodell andererseits. Der Historismus konzentriert sich auf Ketten und Serien menschlicher Handlungen, in denen eine aus der anderen hervorgeht und nachfolgende unter Bedingungen setzt. Er betrachtet die Gegenwart, sei es unsere andauernde Gegenwart oder eine beliebige vergangene Gegenwart in der Geschichte, als Folge vorausgehender und Ursache nachfolgender Gegenwarten. Die Folge wiederum davon ist, dass die historische Vergangenheit nicht wirklich vergangen ist, sondern immer noch über ihre Folgen gegenwärtig und daher auch rekonstruierbar. Schließlich ist die historistische Geschichte eine einzige ausgebreitete und differenziell oder sequenziell aufgefächerte Gegenwart, ganz wie der Fluss der Folgenserie. Die zweite Analogie verbindet die Episodenserie als Abfolge geschlossener Elemente mit dem archäologischen Geschichtszugriff. Archäologie natürlich im Sinne der Diskursanalyse, nicht der historischen Subdisziplin gemeint. Archäologie in der Folge Foucaults zielt darauf ab, die Produktion in sich geschlossener Vergangenheitsschichten gleichsam in der Horizontalen zu fassen, indem die in einer solchen Schicht simultan aufeinander einwirkenden Kräfte, die Praktiken, die Diskurse und Techniken freigelegt und befragt werden. So stiftet die Archäologie je abgrenzbare, kohärente Schichten der Simultaneität oder der früheren Gegenwart. Vielleicht kann sie sogar als eine Art Monitoring der Vergangenheit im Sinne Cavells aufgefasst werden. Die Neo-Serie schließlich, wie sie hier beschrieben würde, unterhielte dann möglicherweise eine Analogie zu einem dritten, aber leider noch nicht existierenden Typ historiogenetischer Verfahren der Geschichtsschreibung und Vergangenheitsproduktion. Er würde die Alternative oder gar Spannung zwischen der Handlungs- und Wirksamkeitskette des Ereignisflusses und der gegenwärtigen Vergangenheit auf der einen Seite und des synchronisierenden Schnitts durch Kraft- und Praxisfelder der vergangenen Gegenwart andererseits übersteigen. Er würde nicht auf Verursachung, sondern auf Neuentstehung abheben, auf die Emergenz des Unvorgänglichen und auf unvorhersehbaren Wandel. Warum aber, um auf das Fernsehen zurückzukommen, sollte sich das Fernsehen für eine solche Geschichtsprägung interessieren, die auf Wandel und Kreativität abhebt? Es könnte daran liegen, dass Neo-Serien nicht nur ein spezifisches Zeitregime ausbilden und reflektieren, sondern dass sie darin auch auf eine speziell mediengeschichtliche Situation reagieren, in der sich das Fernsehen selbst befindet. Fernsehen, so wie wir es kennen, läuft nämlich die Zeit davon, so wie Walter White. Sie wird ihm knapp. Es wird von anderen, von den digitalen Medien verdrängt und unterlaufen. Aber wir wissen nicht, wie lange dieser Prozess noch dauern wird. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dem Fernsehen bleibt, sich diesem Prozess selbst zu widersetzen oder im Gegenteil anzupassen und sich zu etwas anderem zu wandeln, was immer dies auch sein könnte. Das Fernsehen selbst weiß es offensichtlich nicht. Wir wissen es auch nicht. Und niemand im Fernsehen scheint es zu wissen. Auch nicht, in wie viele Einzelschritte sich dieser Prozess zerlegen ließe. In der Zwischenzeit, die es behauptet und ausfüllt, aus der Zwischenablage heraus, integriert das Fernsehen erst einmal die verschiedensten Bildtypen und ordnet sie in neuen seriellen Überlagerungen so an, dass daraus möglicherweise etwas Neues entstehen kann. In dieser Vielfalt der Serialisierungen reflektiert und erprobt das Fernsehen seine eigene mögliche Zukunft als Teil eines Zusammenhangs in einem sehr viel weiteren Feld der Bilderzirkulation, wie die digitalen Medien sie praktizieren und in dem das Fernsehen auch möglicherweise ganz verschwindet. Sollte es aber funktionstüchtig bleiben, dann wohl allenfalls durch seine kreative und selbstverändernde Eigenserialisierung im Zusammenspiel mit ihm noch völlig fremden Bilderserien.
Inwieweit dieser Vorgang nun auf das Fernsehen beschränkt bleibt oder nicht vielmehr seinerseits funktional in einer Welt wird, die sich selbst, und zwar exakt unter der Mitwirkung des Fernsehens, als grundlegend und bisweilen bestürzend instabil, als ungleichzeitig und asynchron erfährt, als Subjekt und Objekt evolutionären Wandels, den das Fernsehen mit herbeigeführt hat und den es nun auf sich selbst rückschlagend bewältigen muss, das zu diskutieren, überstüge nun endgültig den Rahmen selbst großzügig zugelassener Spekulation, allenfalls auch unseren Zeitrahmen, und soll deshalb hier offen bleiben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre großartige Geduld. Vielen Dank. Einzuführen, also es historisch aufzuarbeiten, wird aber doch ganz gerührt, wie bei Systemtheoretiker die Antiquität des Menschen ist ja alles aus den 50er Jahren wunderbar wieder zur Geltung kommt. Aber das nur nebenbei. Wir integrieren einfach alles in einen riesigen Redefluss. Ja. Also das wäre meine Schlussfrage nachher. Bitte weisen Sie mir nicht zu, dass ich so als Moderator die erste Frage stellen muss. Sie sind herzlich eingeladen. Herr Engel sagt, besser im Stehen, vom Pult her nimmt er gerne Fragen entgegen, mit ihm zu diskutieren. Sehr schön. Ja, vielen Dank für den super tollen Vortrag. Ich habe jetzt einfach die Informationsfrage. Ich habe also meine Frage betrifft eigentlich die Ausweitbarkeit der Dreiteilung dieser drei Serientypen. Und zwar mit Rückbezug aufs Fernsehen noch ganz konkret. Ich habe es jetzt so verstanden, dass du diese drei Serientypen unterscheidest mit Blick auf sagen Erzählgenres innerhalb des Fernsehens. Also bestimmte wirklich auch Serienformate der erzählerischen Sorte. Und wie weit würdest du sagen, geht diese Dreiteilung und die Verschiebung dieser Serienlogik auch, oder findet sie Anwendung auf die Programmstruktur des Fernsehens? Das würde ich erwarten, dass man das... Ja, sehr, sehr gute Frage. Die Argumentation bei Cavell ist ja schon so, dass er sagt, eigentlich ist die ganze Programmstruktur eine einzige serielle Anordnung oder eine einzige Reihenanordnung. Ich glaube, das sollte man machen und untersuchen. Aber dann wird man mit den zwei Modellen und ihren Komplexionsformen möglicherweise nicht mehr hinkommen. Also zum Beispiel so etwas wie die tägliche Nachrichtensendung. Die scheint sich in keinem dieser beiden Prinzipien ja so einfach zu erschöpfen und ist sicherlich als eine Überkreuzungsform der beiden polaren Varianten, also der episodenhaften und der flusshaften, anzusehen. Und dazu kommen natürlich in anderen Formaten nicht-fiktional, also wenn man das auf das nicht-fiktionale Fernsehen ausdehnt, dann kommen Komplikationen hinzu, weil dann Kopplungen dessen, was im Fernsehen zu sehen ist, mit vorgeblichen, behaupteten oder wie auch immer einzustufenden Außenereignissen außerhalb des Fernsehens angeht. Und das geht natürlich über das, was die Rhythmisierung in Fernsehserien macht, nochmal weit hinaus. Also die Vermutung ist bestimmt richtig, das kann man machen, aber dann wird das ganze Feld nochmal aufzurollen sein, um andere Formate. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Wenn ich recht sehe, haben Sie zuerst sozusagen eine Zusammenfassung einer gewissen Medientheorie der Reproduzierbarkeit zusammengefasst. Also, und dann sind Sie zu dieser sehr schönen, verschiedenen Formen von Serien übergegangen. Und da ist meine Frage, wenn ich das einfach verpasst habe, können Sie auch sagen, aber meine Frage ist, stellt das Fernsehen oder die Serie auch medientheoretisch etwas wie Reproduzierbarkeit, also eine ganz neue Form der Wahrnehmung oder insbesondere zum Beispiel bei Benjamin den chirurgischen Schnitt in die Wahrnehmung dar? Und wenn, in welchem Verhältnis zu diesen verschiedenen
narratologisch formellen Gestaltungen, die sie sehr präzise ausgelegt haben. Teil 1 der Frage geht ja noch. Teil 2 weiß ich nicht, ob ich dem an Ort und Stelle so gewachsen wäre. Also Teil 1 ist, kann man einfach beantworten, ja. Also das Fernsehen stellt in der Tat eine Art, und zwar in der Serialität und durch die Serialität, eine Art neu, allerdings nicht eine Medientheorie, sondern eine Praxis natürlich zunächst mal, im Umgang mit etwas da, das man als Reproduktion eben nicht mehr ausreichend bezeichnen kann, weil es das, was zu reproduzieren wäre, von anderem Charakter und anderer Natur oder besser genauer gesagt von anderer Technik ist. Das habe ich versucht im Mittelteil zu umreißen, dadurch, dass das Fernsehsignal eigentlich nichts Stabiles mehr hat, dass es diese Bilder nicht gibt, außer durch nachträgliches Festhalten. Also jedes festgehaltene Fernsehbild auf Magnetband zum Beispiel, festgehaltene Fernsehbild ist ein nachträglich festgehaltenes Fernsehbild, das man durch komplizierte technische Vorgänge erst stillstellen muss, damit man es aufzeichnen kann. Also hier ist die Kopie sozusagen, hier gibt es sozusagen das Original nur als Ableitung aus einem Fluss, in dem alles immer schon verschwunden ist. Und das setzt natürlich die These von der Reproduktion fort, aber unter andere Bedingungen. Ja, weil es sozusagen das Negativ, was in der Fotografie noch da ist, in der Form nicht mehr gibt. Und das bedeutet also eine Durchtemporalisierung des ganzen Zusammenhangs. Ja. Der zweite Teil der Frage fragt natürlich auch, worin bestehen jetzt diese Wahrnehmungseffekte, die da drin sind und die da drin liegen. Und da kann ich natürlich erstmal nur Vermutungen anstellen. Also einer dieser Effekte ist mit Sicherheit, dass zwischen Simultaneisierung und Abfluss von Zeit, also diesen beiden Aspekten, andere Wechselverhältnisse hergestellt werden. Also das Simultan und das Sukzessive, das habe ich auch versucht anzudeuten, werden in andere Formen gebracht und werden zum Teil auch ununterscheidbar gemacht. Und damit ergeben sich natürlich Komplikationen, wie sie etwa im Sinne der fotografischen Reproduktionstheorie oder Philosophie nicht in den Blick gekommen sind. Ist das ein tapferer Versuch, immerhin Ihnen zu erwidern? Danke. Sie haben, darf ich hier anfangen? Oder wo sind Sie? Ah. Sie haben von Serien auf historiografische Typen geschlossen und jetzt, vielleicht haben Sie das erzählt, dann ging es mir zu schnell, würde ich mal von Form der Historiografie auf die Serie fragen, denn die Archäologie oder einer ihrer Vorläufer erzählt ja oder zählt auf Serien von Serien, also ich denke jetzt an die Annalen. Mhm. Wie ist das im Fernsehen, in der Fernsehserie, haben Sie das, ist das einer Ihrer Typen sozusagen oder wäre das ein neuer, ein vierter? Können Sie das ein bisschen untersetzen, aufs Fernsehen bezogen? Ich bin vor allem, also Ihre Analogien, die Sie gezogen haben, die gingen leider etwas zu schnell sozusagen, dass ich vollständig folgen konnte und habe überlegt, die Archäologie, wenn Sie das nochmal sozusagen auf die Vorläufer der Archäologie beziehen könnten, die ja angelegt sind irgendwie darin, in der archäologischen Serie sozusagen. Also wenn man auf solche Analogien steht und das weiter zurückführen will, dann kann man selbstverständlich damit argumentieren, dass das ganze Fernsehen als Medium betrachtet sozusagen als Serie von Serien gesehen werden muss. Und dass man auch beim Fall der klassischen Episodenserie, die ich ja mit diesem archäologischen Prinzip analogisiert habe, man das Zerfallen allerdings in nicht heterogene, sondern homogene Unterserien zeigen kann. Also auch ein Format wie zum Beispiel Star Trek oder ein Format wie The FBI zerfällt selbstverständlich in solche Serien von Serien und behauptet sich in einem Kontext, der ebenfalls von solchen Serienformaten, zum Beispiel durch selbe Sendeplätze, durch konkurrierende Kanäle und so weiter aufgemacht wird. Also das könnte ein aussichtsreiches Unterfangen sein. Was natürlich interessant wäre und worauf ich keine Antwort habe, wäre, weil Sie da jetzt darauf auch ausdrücklich hingewiesen haben, also dass es Vorformen und ausentwickeltere Formen gibt, das würde natürlich dazu aufrufen, dass man sich auch die ganz frühe Frühzeit nochmal anguckt des Fernsehens und inwiefern sie dann zu den klassischen Formaten, also so eine Vorläuferfunktion hat, aus denen die dann erwachsen.
Da müsste man nochmal eine gute historische Untersuchung machen. Das Problem ist, dass eben das Material schwer zugänglich ist aus der ganz frühen Serienentwicklung, weil es eben keine Aufzeichnung gibt. Ich möchte gerne nochmal unter diesem Zeitaspekt Sie fragen, wie Sie dann solche Mischformen für mich wie die Telenovela einordnen. Denn einerseits ist ja in der Folge jeweils, würde sie ja so ein Fluss, dem Fluss, der Flussstruktur entsprechen, da sie in drei Strängen geschrieben ist. Andererseits ist sie zum Ende hin, das ist eine feste Verabredung, wir wissen, dass alle immer wieder zur Hochzeit führt. Einerseits und solche Serien wie Dr. House oder Monk, wo episodische Strukturen sind, aber durch die horizontalen ein Zeitkontinuum gegeben wird und auch Entwicklung und auch die Figuren weitergehen. Und das Erste, wie Sie das einschätzen oder wo Sie diese einordnen wollen. Und interessanterweise verweigert zum Beispiel das deutsche Fernsehen diese Horizontalen. Also in den Redaktionsstuben wird gesagt, dass Episoden gewünscht sind und diese Sachen, die man ja auch als Schreiber, als Autor gerne machen würde und die auch anspruchsvoller wären, möchte man nicht haben, damit man die Freiheit hat, die Serien, die Folgen in den Reihenfolgen zu versenden, wie man es selber mag. Warum auch immer. Eine andere Frage noch, Sie haben die Daily charakterisiert, sozusagen, dass die Figuren den Preis dafür, dass sie Erkenntnisse haben und sich weiterentwickeln, sozusagen in einem Defizit ihrer Handlungsmöglichkeiten, sondern meistens eben sehr viel reden, sehr viel schauen, in sich schauen, vorausschauen und so weiter, habe ich erlebt hauptsächlich, also ich arbeite lange Zeit beim Fernsehen, als eine Vorgabe, die Produktions- und Kostengründen geschuldet ist. Meine Frage, ob Sie sich vorstellen können, dass man mit dieser Dramaturgie anders auch arbeiten könnte, nämlich auch handlungsrelevanter oder sogar in literarisch anspruchsvollen Formen. Beginnen wir bei der Frage der Telenovela. Was mich daran interessiert, ist, dass durch den Import des Prinzips eines absehbaren Endes in die nordamerikanische Serienstruktur etwas in Gang gekommen ist, was dann zu dem, unter anderem zu dem führt, aber daran habe ich mich jetzt festgehalten, was diesen dritten Serientyp ausmacht. Das ist im südamerikanischen Original dann auch ein immer wiederkehrender vorhersehbarer Schluss. Das ist bei den nordamerikanischen Serien natürlich nicht so. Also die Art von Schluss, auf die das hinausläuft, kann hier variiert sein und auch die Struktureffekte, die das zeitigt, unterscheiden sich vollkommen von der Telenovela. Aber die Idee, dass man etwas zu Ende führt in einer Serie, ist komplett neu auf dem amerikanischen Markt. Und führt eben zu solchen Beschleunigungs-, Verknappungs-, Verbreiterungs-, Dilatations- und Kompressionseffekten in der Zeitstruktur. Das war, glaube ich, Ihre erste Frage. Die zweite Frage war, warum auf dieses horizontale Element in seiner Verwebung und Vernatung mit dem Episodenprinzip im deutschen Fernsehen verzichtet wird. Das wissen Sie besser als ich, wenn Sie für das Fernsehen arbeiten. Also was die bewegt, solche Entscheidungen zu treffen, das kann ich nur vermuten. Natürlich kennen Redakteure ihr Publikum, aber vielleicht kennen sie es auch nicht so ganz genau. Und die Experimentierfreude ist natürlich auch überschaubar. Das Einzige, was mich wirklich stutzig macht, ist, dass ja umgekehrt diese amerikanischen Formate bei uns laufen und dies mit großem Erfolg tun. Warum also Redaktionsstuben darauf verzichten, das auch zu machen, ist mir nicht bekannt. Was man erkennen kann, ist, dass es ja einen großen Konflikt gibt, der, glaube ich, auch gerade gestern oder vorgestern zu Zeitungsmeldungen geführt hat, zwischen zwei Orientierungen auf diesem Markt. Die eine geht auf die sogenannte relevante Zielgruppe, das sind die 14- bis 49-Jährigen, also Menschen, die ziemlich wenig Fernsehen gucken. Und die andere geht auf die 50- bis 90-Jährigen, also Menschen, die relativ gesehen sehr viel mehr Fernsehen gucken. Die Redakteure haben diese Gruppe vor Augen und sind deshalb natürlich besorgt, was jede Art von Experiment angeht. Andere Autoren zum Beispiel haben vielleicht andere Zielgruppen vor Augen und würden ihrer Zielgruppe sehr viel mehr zutrauen. Möglicherweise liegt darin, das kann auch ein Missverständnis sein, es wird gerade diskutiert, ob diese Konzentration und diese Zweiteilung, ob das nicht ein riesiges Missverständnis der Kommunikationswissenschaft ist. Unsere beste Freundin, wie Sie wissen. Was war Ihre dritte Frage?
Ja, das ist jetzt natürlich eine völlig spekulative Frage. Warum sollte man das tun? Die Daily Soap ist wunderbar. Ja, es funktioniert doch ganz großartig. Also man kann es natürlich machen. Macht man mal Experimente, indem man statt dieser Gesichter, die also erwarten, erinnern, wiedergeben oder als Einschreibflächen dienen, nehmen wir stattdessen eben handelnde Hand- und Ding-Kombinationen und laden wir das Ganze auf und beschleunigen es. Ist spekulativ, was da passieren würde. Probieren Sie es aus, dann werden wir es ja sehen. Okay, ich glaube, ich bin dran. Ich bin hier. Ich würde mich für die Frage interessieren, wie der Einzug des Mediums Internet das Format Serie verändert hat. Und zwar das, was Sie als Neo-Serie beschrieben haben, also gerade die neueren HBO-Serien, werden hauptsächlich im Internet konsumiert. Und die Rezeptionssituation ist dadurch bestimmt, dass jeder Serienteil zu jedem möglichen Zeitpunkt zur Verfügung steht und die Rezeption selbst dosiert werden kann. Also es ist nicht mehr ans Medium Fernsehen gebunden, es gibt keinen festen Sendezeitraum, auf den ich festgelegt bin. Mhm. Und ich würde diese HBO-Serien fast als eine Art Effekt dieser Rezeptionssituation beschreiben. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen würden. Und vielleicht, also es ist eine Spekulation, aber wenn man das beschreiben wollen würde mit den Begriffen, die Sie angebracht haben, also Viewing und Monitoring, würde ich sagen, dass gerade diese Serien eine Rezeptionssituation hervorrufen, die eine Mischung aus beiden ist. Also es gibt eine Annäherung dem Film, der Logik des Films, mhm. Aber auch nicht ganz. Also es changiert merkwürdig mhm. zwischen diesen beiden Medien. Mhm. Und anschließend dann auch die Frage, das, was Sie als Hypothese formuliert haben, dass dieses Zeitbild, was in den Neo-Serien produziert wird, ein Spiegel der Unsicherheit der Zukunft des Fernsehens ist, würde ich, also jetzt ganz anarchisch behaupten, dass die Zukunft eigentlich schon beschlossen ist, und zwar, dass sie ins Internet rüberwandert, also dass das Medium Fernsehen, zumindest die Serie, also das, was Sie als Neo-Serie beschreiben, dass das Schicksal gar nicht so offen ist, sondern dass klar ist, dass die Rezeption hauptsächlich im Internet ablaufen wird. Also es ist einfach schon belegt. Und als vielleicht kleine Beobachtung, das, was als Unvorhersehbarkeit zum Beispiel bei Twin Peaks auftaucht, ist ja noch eine wirkliche Unvorhersehbarkeit, die im Produktionsprozess stattfindet. Also ist es am Anfang nicht klar, dass Bob der Mörder ist, sondern es ist ein Zufall, der mit einbezogen wird, während das, was in 24 oder sowas als Unvorhersehbarkeit wahrnehmbar ist, ist klar inszeniert, das ist klar kalkuliert, da steht ein großes Set an Writern hinter, das genau das als Effekt produzieren will. Ich gebe rüber in Sinn. Über die verschiedenen Arten von Unvorhersehbarkeit sind Sie natürlich völlig im Recht. Was Sie über 24 sagen, heißt aber überhaupt nicht, dass es nicht nach wie vor Unvorhersehbarkeit auch sozusagen im Prozess des Schreibens der Serie oder in der Kalkulation einer solchen Serie gibt. Und es hängt einfach mit Marktmechanismen zusammen. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wann der Erfolg eintritt. Man weiß nicht, wie lange man durchhalten kann oder soll. Und solche Prozesse gibt es nach wie vor. Und Production Studies müssen genau zeigen, wie das im Einzelfall liegt. Also ich würde nicht sagen, dass eines abgeschlossen ist. Es gibt nur noch, ne, das wäre mir zu... verstehen Sie schon. Also zum ersten Teil aber... Ja, wie formuliere ich das? Ich vermute mal, dass die Effekte von, also dass Serialisierung als Effekt über anderen Zeitreihen, so wie ich versucht habe, das am Schluss zu beschreiben, dass das dieser ganzen Entwicklung eine Art Form oder prozessuale Form gibt. Und dazu gehört aber die Diversität von Zeitreihen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Serialisierungseffekte dieser Art, die sich zwischen divergierenden Zeitreihen, das sind auch Mediennutzungszeitreihen zum Beispiel, dass die sich fortschreiben. Und dazu, das funktioniert aber nur in dem großen Maßstab, wenn Sie das zwischen Medien mit ihrer je eigenen Zeitnutzungsvorgabe anordnen wollen, wenn Sie diese Diversität auch haben. Das heißt, möglicherweise ist die Antwort nicht so einfach, das Internet schluckt alles, sondern die Antwort ist, dass es einer Diversität von Zeitreihen bedarf. Die können sich innerhalb eines Mediums abspielen, aber auch zwischen Medien. Und die Internet ist auch nicht so einfach gleich Internet. Also eine Nutzung des Internets als Verbreitung von Kinofilmen, eine Nutzung, in der Sie eine ganz andere Zeithaltung selber einnehmen, eine Nutzung aus Aktualitätsgründen, eine Nutzung als Archiv,
wiewohl nichts gespeichert, sondern alles immer zu zirkulieren sein wird. Das heißt, möglicherweise zieht das Fernsehen, also das Fernsehen, bleiben wir mal dabei, in das Internet ein, ohne aber aufzugehen. Also es wird darin platziert, aber ohne aufzugehen. Es bleibt eine der Nutzungsformen etwa im Netz. Das wäre eine Möglichkeit. Und tatsächlich ist es ja schon seit längerem beobachtbar, also vom Spekulativen in das, was wir lieber haben, nämlich das, worauf wir vielleicht 10 Jahre zurückschauen können, wenn man sich das anguckt, sind natürlich schon die Serien, über die wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen, ein Effekt zweier zeitgebender Medien mit völlig verschiedener Charakteristik, nämlich der DVD und des Fernsehens. Da zwischen diesen Rhythmen, auch in der Spannung zwischen regulärer Ausstrahlung und Rezeption auf DVD, spielt sich das ab. Offensichtlich gibt es keine verlässlichen Zahlen darüber. Sie sagen jetzt, diese Serien werden alle im Internet konsumiert. Und es gibt auch diese, sie werden alle längst auf DVD und hauptsächlich über die DVD-Box gekauft und verkauft. Da hören Sie wirklich von jedem Empiriker völlig verschiedene Zahlen. Also die einen sagen, nein, 70% der Seher sehen das ganz traditionell zum Ausstrahlungszeitpunkt, dann, wenn es gesendet wird am Fernseher. Und andere Empiriker geben Ihnen völlig andere Auskünfte. Es scheint keine sehr gesicherte Datenlage zu sein. Aber was in jedem Fall abspielbar ist, das ist eben diese Idee des Zusammenspiels, zum Beispiel zwischen einem Aufzeichnungsträgermedium wie der DVD und einem im Prinzip nach wie vor auf Signalfluss ausstehenden Medium wie dem Fernsehen und dem Internet, das als Hüllmedium dann in Frage kommt, können auch diese Prozesse dann wiederum zusammenspielen. Ist das einigermaßen eine Antwort? Ich glaube, es fehlt noch ein Teil. Sie hatten noch eine Frage. Also die Rezeptionssituation eben schon hier zwischen dem, was Sie hier Monitoring und Viewing genannt haben. Aber das kann man ja genauso gut als einen Effekt von den... Jetzt muss man natürlich nur aufpassen, dass man nicht alles mit allem analogisiert, aber der Gedanke wäre, ein Auftrag darüber nachzudenken. Ich würde gerne noch etwas fragen. Sie haben von unterschiedlichen Zeitkonzepten gesprochen. Ich würde gerne nach einem, ich weiß nicht, ob es schon ein Konzept von Zeit ist, aber ich würde gerne noch mal nach der Lebenszeit der Schauspieler in diesen Serien fragen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Und sozusagen eine Fernseherfahrung ist ja, dass beispielsweise die geschlossenen Episoden in Bonanza immer absurder werden, je spätere Folgen man sieht, wenn also diese Vater-Sohn-Struktur im Grunde nicht mehr funktioniert, weil die Söhne selber alte Männer oder ältliche Männer geworden sind. Ich erinnere mich noch, Little Joe ist niemals alt geworden. Aber zum Beispiel die Waltons, wo es immer schwieriger wird zu motivieren, wie all diese inzwischen zu Erwachsenen gewordenen Kleinkinder, wie man überhaupt noch dafür sorgen soll, dass die im Hause bleiben, damit die Waltons noch funktionieren. Oder eine von mir früher sehr gern verfolgte Serie, 3 Mädchen und 3 Jungen, musste irgendwann enden, weil die Mädchen keine Mädchen. Ja, die konnten dann eben irgendwann da auch nicht mehr wohnen bleiben. Also das heißt, diese Frage, was wird, also wie passt sich das ein oder wie lässt sich darüber nachdenken, über diese Lebenszeit, also ich meine es jetzt nicht im Sinne der Lindenstraße, mit der wir alle irgendwie älter werden oder so, sondern tatsächlich vielleicht eher in diesen Familienserien funktioniert das vielleicht noch stärker. Völlig richtig, für die fortlaufende Serie des zweiten Typs ist das überhaupt gar kein Problem. Also die altert einfach, das ist ja da auch gar nicht schwierig und man kann auch neue Figuren einführen, es kommen neue hinzu, sehr gerne auch welche aus der Vergangenheit im Übrigen, die dann eingespeist werden, ne? Plötzlich ex nihilo sind die da. Das geht ja in diesem fortlaufenden Format mit seiner Zeitstruktur relativ problemlos. Das Problem ist, existiert also nur für die Episodenserie. Und da kommt es natürlich zum Aufschlag sozusagen, weil diese Stillstellung in komplette Gegenwart reibungslos nicht zu haben ist. Das ist so ähnlich, wir haben ja ein ähnliches, jetzt waren digitale Nutzungsformen angesprochen, das ist ja so ähnlich wie in dem unendlich aufgefächerten Nebeneinander des Verschiedenen, das Sie metaphorisch auf der Bildschirmoberfläche mit Ihren Fenstern haben können, wo Sie etwas nach hinten klicken können, es aber nach Belieben wieder nach oben legen können. Da haben Sie auch so eine Austauschbarkeit, nicht nur in der Folie, sondern auch in der Zeit, wenn Sie es lange genug betreiben. Aber irgendwann ist diese Stillstellung lebenspraktisch nicht einzuholen, weil es lebenspraktisch Entscheidungen gibt, die nicht revidierbar sind. Während Ihnen eine bestimmte Art der Netznutzung oder der digitalen Nutzung suggeriert, dass alle Entscheidungen revidierbare Entscheidungen seien. Da gibt es, wie gesagt, Reibungsverluste und die Episodenserie muss damit dann fertig werden. Und das ist der Grund, warum Endlosserien, nach meiner Kenntnis, nennen Sie mir ein Gegenbeispiel, dann eben nur tendenziell immer, sonst würde ich sagen immer, solche des fließenden Typs sind. Also die längst laufende Serie, die es überhaupt gibt, The Guiding Light,
läuft seit 1936, der hat im Radio begonnen und läuft, er hat den Titel geändert, ich komme jetzt auf den Titel, aber jemand im Raum weiß ihn. Und da sind natürlich, da ist gar niemand mehr am Leben von den ursprünglichen Schauspielern. Hallo, hallo, gut. Hier bin ich. Hallo. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, wie Sie das aufgegliedert haben, die Neo-Serie in diesen Kategorien 1, 2, 3 mit der Zeitlichkeit, was haben Sie noch gesagt, Transformation, dann Bild im Bild und dann auch im Hinblick auf die, diese geschichtlichen Analogien, weniger das Zweite, aber das Erste, ob das nicht narrativ schon komplett in Twin Peaks angelegt ist. Also sowohl, okay, das mit der Zeitlichkeit haben Sie selber erklärt, mit der Verzögerung, wie sie funktioniert, die Transformation hin vom Guten zum Bösen, plus die Selbstverschlingung am Ende, der Gang hinter den Vorhang, oder auch, ich meine, Black Lodge ist für mich kein weiter Weg zum Fernseher zu denken, oder auch Invitation to Love, was ausgestrahlt wird, wird zerschlagen, der Fernseher, irgendwann zwischendurch. Und natürlich hat es auch ein absehbares Ende, trotzdem noch in der Serie. Und ich weiß nicht, ob, weil irgendwo, okay, man hat es oft genug gesehen, aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt genügend Präfigurationen, wo es absehbar sein könnte. Und ob anhand von Twin Peaks nicht eigentlich schon diese komplette, naja, ich sag mal, kleine Historie des, der Serie durchexerziert worden ist, das wäre meine erste Frage. Würde ich zulassen, den Gedanken. Also das ist jetzt eine sehr grobe Skizze, ob man das wirklich bis in die Details durchdenkt, aber das, also über den epochalen Stellenwert von Twin Peaks brauchen wir beide, glaube ich, nicht zu streiten. Okay, und dann wäre meine zweite Frage, ob eine Serie wie Mad Men, die prinzipiell ich so empfinde, als ob sie, naja, sie nimmt was als Gegenstand, was seine eigene Geschichte schreibt. Also man könnte diese Serie fortsetzen, bis man in der Gegenwart angelangt ist. Und man, also man, das glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Nee. Ich finde, also rezeptionsästhetisch an Mad Men sehr interessant, was ich von Freunden gehört habe aus den USA, dass diese Serie so einen Anklang gewonnen hat, weil Leute, die in den 60er Jahren gelebt haben, sagen, so war es. Und deswegen schaue ich mir diese Serie an, weil ich mich wiedererkenne darin. Und wenn ich dieses Serienkonzept weiterführen würde und einfach auf diesem Prinzip Werbung, was so einen sehr starken identifikatorisches Potenzial hat, weiter durch die Zeit weiterführen würde, dann wäre für mich das eigentlich eines der perfekten, sowohl selbstreflektierenden als auch sich immer selbst weiter fortschreibenden Prinzipien der Serie. Ja, also ich würde vielem, was Sie sagen, sofort zustimmen. Und wenn ich eben gesagt habe, nein, dann hat es einen ganz bestimmten Grund. Nicht mit Don Draper. Der wird so lange nicht durchhalten. Glaube ich nicht. Und niemand will Don Draper irgendwie im Pflegeheim sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht der Don, den wir schätzen gelernt haben. Oder auch nicht. Das ist der Grund, warum das so nicht funktionieren wird. Und der ist jetzt kommen wir ins Erzählen, ne? Wie ist das, wie ist denn der See, in der See, in der See. Also das ist eine derart zentral gestellte Figur, dass ich mir nicht vorstellen kann, sie durch eine andere zu ersetzen. Und es ist auch die, ähnlich wie bei Breaking Bad, ist es natürlich die Transformationsgeschichte und Verfallsgeschichte des Don Draper. Das können Sie nicht bis 2012 ziehen, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eine schwache Antwort, aber es ist gleichzeitig auch eine starke Antwort, glaube ich. Der andere Punkt, ja, das ist ein hochinteressanter Fall, der noch beforscht wird, weil darin natürlich der Komplex, aus dem heraus Fernsehen eine seiner entscheidenden Wendungen nimmt, insgesamt, und auch das ist ein Grund, warum es eben nicht bis jetzt gezogen werden könnte oder sollte vielleicht auch, naja gut, schlecht, wird, ein ganz entscheidender Komplex dargestellt wird, also der natürlich mit der Werbeökonomie zu tun hat, der auch mit der Übernahme der Hauptträgerschaft für Werbung durch das Fernsehen zu tun hat. Es wird ja ständig verhandelt, welche Rolle das Fernsehen wiederum darin spielt. Aber es kommen darin auch fantastische Miniaturen der Fernsehgeschichte drin vor, wie zum Beispiel, der Abend wird länger und wir kommen ins Erzählen, ne? Statt des Argumentierens, aber es macht auch mehr Spaß. Wie zum Beispiel die Ermordung des Kennedy-Mörders Jack Ruby, die vor laufender Kamera stattgefunden hat und der erste spektakuläre Einsatz einer höchst instruktiven
Zeitmaschine war, nämlich das Instant Replay, das also in eine laufende Live-Sendung eingesetzt, also es lief eine Bandmaschine mit, der Schuss, Sie haben es ja gesehen, der Schuss geschieht, Ruby bricht getroffen zusammen, nein, Quatsch, Ruby ist ja der Mörder, Oswald wird erschossen durch Ruby und Oswald bricht zusammen und diese Szene nun kann auf der Stelle angehalten werden, das Bild friert ein und zurückgespult und verlangsamt wieder gezeigt werden und dann wird das abgebrochen und es wird umgeschnitten zu den weiterlaufenden Bildern, die auch in dieser Zeitlücke, über diese Zeitlücke hinweg jetzt in dieser Tiefgarage des Polizeipräsidiums in Houston spielen. Also dieses Ineinandergreifen von Live-Gleichzeitigkeit, also konstruierter Gleichzeitigkeit, konsekutivem Ablauf und Wiederholung und das auch noch auf der Zeitachse manipuliert. Das ist, also heute sehen Sie das in jeder Sportsendung, aber da, also eine ganz, ganz spektakulär. Das ist der Moment, wo das Fernsehen sozusagen nochmal ein anderes Verhältnis zu seiner eigenen Instantanvergangenheit bekommt. Und das heißt, ein markanter Punkt in der Geschichte des Fernsehens, der durch das Verhältnis, die Fähigkeit des Fernsehens in ein Verhältnis zu seiner eigenen Vergangenheit zu treten, markiert wird. Da wird das Fernsehen also selbst Geschichte schreiben und das setzt sich natürlich jetzt bei Mad Men im fiktionalen Format und in großem Abstand wieder fort. Jetzt wird diese Geschichte, diese Episode wird zum Bestandteil einer Erzählung vom Fernsehen. Also da finden ganz komplexe Faltungen und Verlangsamungen und Beschleunigungen statt. Und insofern haben Sie da recht. Was aber überhaupt nicht bedeutet, dass man das einfach fortsetzen kann. Und was Sie eben gesagt haben über diese biografische Angabe, das ist natürlich relativ generisch. Also diese Fernsehbiografien, die eine Rolle spielen für eine ganz bestimmte Generation, also Sie gucken es auch und es wird Ihnen nicht so gehen, dass Sie sich an 1962 erinnert fühlen, wenn Sie das sehen. Abgesehen davon gibt es auch sehr kritische Fragen an Mad Men, die genau das eben sehr in Frage stellen, ob irgendetwas so war, wie es in Mad Men dargestellt worden ist. Also das kann man, es wird sehr viel ja diskutiert, haben wir in unserer Arbeitsgruppe ja auch getan, über das Geschlechterbild in Mad Men, das möglicherweise ziemlich entlastend für die Gegenwart wirkt, weil man sagen kann, guck mal, wie grauenhaft das alles war, gut, dass es heute nicht mehr so ist. Und das kann man natürlich jetzt mehrfach brechen eigentlich, wenn man das kritisch lesen will, kann man da auch ganz andere Brechungen reinbringen. Also so ist es wirklich gewesen in der Erinnerung von Zuschauern. Wir können so viel darüber reden. Also die Frage ist auch die Frage, könnten die sich, also sagen wir mal, sind die Bilder so, dass in dem Moment, wo wir sie sehen, sie als immer schon Erinnerte bereits in Wahrnehmung treten, ganz egal, was meine individuelle Eigenerinnerung biografisch sein mag. Ich kann diese Bilder gar nicht anders sehen als solche, die dann erinnert sind. Und da es kein diegetisches Subjekt für die Erinnerung gibt, bleibe ich nur selber übrig. Das sind irgendwie Erinnerungen, niemand da, der es erinnert haben könnte, da werde ich das wohl sein. Ah, so war es in meiner Jugend. Also solche Mechanismen gibt es ja auch und das ist ja auch alles schon durchdrungen worden. Deshalb würde ich dem so einfach nicht zustimmen wollen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt dran. Bei diesen ganzen Einfaltungen und Verschachtelungen und Bildexplosionen kommt mir meine Frage jetzt ziemlich altmodisch vor. Aber ich habe im Hinblick auf Ihre Beschreibung dieses spezifischen Zeitregimes der Neo-Serie daran denken müssen, dass ja das Qualitätsfernsehen häufig auch mit so Begriffen wie epische Breite, die man sich dort leisten kann und so weiter beschrieben wird. Und tatsächlich stellt sich mir die Frage, ob diese Kombination von episodischem und Flussprinzip nicht schon im Epos präfiguriert ist. Und wenn man damit jetzt natürlich gleich so ideologiekritisch oder Lukas geschult oder wie auch immer so eine Geschlossenheit ins Spiel bringt, die natürlich diese Serie nicht mehr haben, kann man sich ja vielleicht auch gleichzeitig nochmal daran erinnern, dass jemand wie Rainer Werner Fassbinder ja auch mal in den 80er Jahren den Versuch unternommen hat, eine Neo-Serie ins deutsche Fernsehen einzuschleusen mit nicht so großem Erfolg. Und Berlin Alexanderplatz als Zwölfteiler verfilmt hat und sich dann wiederum aber wiederum auf das Brechtsche Epische und seine Verfremdungseffekte sehr stark bezogen hat. Also können Sie was anfangen mit diesem Bezug oder ist das eine weitere? Unbedingt, aber ja, nein, damit kann man sehr viel anfangen, insbesondere um Kontraste zu gewinnen.
Also um zu beschreiben, was die Neo-Serie genau von diesem Verständnis des Epischen unterscheidet. Und das Beispiel, das Sie eingeschoben haben von Berlin-Alexanderplatz, ist dabei sehr hilfreich. Also Berlin-Alexanderplatz ist natürlich überhaupt gar keine Serie, sondern das ist einfach ein Mehrteiler, ja? So wie Heimat zum Beispiel auch im engeren Sinne keine Serie ist, sondern eine auf Teile verteilte, ein Gesamtfilm, wenn Sie so wollen, also der in einem ganz anderen Modus funktioniert, auch zeitstrukturell in einem ganz anderen Modus funktioniert. Also was ich eben über die Endlichkeit dieser Serien gesagt habe, das gibt natürlich nur Sinn vor einem möglichen Horizont von Unendlichkeit, wie er mit der Fernsehserie klassischen Typs immer angesprochen ist und wo er die hier auch immer noch mitschwingt, also auch in der Serie, die auf Endlichkeit abstellt, ist die Unendlichkeit ja immer als deren mögliche Alternative mitzudenken. Zum Beispiel, wenn Walter White zwar nur noch 6 Monate zu leben hat, aber dieses Ende dann, das ist auch klar, aber es wird ständig trotzdem weiter hinausgeschoben. Oder wenn schon klar ist, wie etwas zu Ende geht, aber ich schalte noch eine Episode dazwischen, noch eine Episode dazwischen oder führe noch einen Handlungsstrang auf, der so viel Erzählzeit kostet, dass ich in der einzelnen Folge mich dem Erzählziel nicht allzu sehr annähere. Das heißt, es ist immer dieses Wechselspiel zwischen dem, was ich eben innerer Unendlichkeit genannt habe, und echter Unendlichkeit oder echter Endlichkeit, auch aus produktionstechnisch spielen ganz andere Ökonomien eine Rolle. Also die Frage, ob eine Serie aufhört oder nicht, ist eine ökonomische Frage. Und dann muss alles andere folgen. Also es klingt vielleicht ein bisschen vulgär materialistisch, aber ich glaube, ich weiß nicht, guck Sie mal an, es wird so sein. Ne? Und deshalb würde ich sagen, das mit der Epik finde ich einen interessanten Gesichtspunkt, und ich würde aber dazu neigen, insbesondere das als Kontrastfolie für das zu verwenden, was das Fernsehen in dieser Neo-Serienphase macht. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Schlussfrage haben Sie selber schon gestellt, und zwar hintersinnig: Wie viel Zeit bleibt im Fernsehen? Also nach diesem chronologischen Durchgang vielleicht keine Frage, aber ein Schlusskommentar. Wir hätten sehr gern eingeladen Dominik Graf, der mit seiner Fernsehserie im Angesicht des Verbrechens ja so etwas gemacht hat, wie in Amerika auch in dieser, nicht wie Sie auch sagen, das soziale Band, die epische Breite, so etwas versucht hat. Was passierte jetzt in der ARD? Vielleicht erinnern Sie sich, diese Serie ist bei den Berliner Filmfestspielen 2010 mit großem Erfolg aufgeführt worden, dann in der ARD und dann in ARD. Und Dominik Graf hat sich, und das wirkte sich dann fatal aus, Zeit genommen. Er hat nämlich wie ein Ethnologe, sagt er selber im Interview, und kam dann auf den Konflikt mit den ARD-Verantwortlichen, er hat ausgefilmt die jüdische Hochzeit oder die Szene im Restaurant Odessa. Hat also nicht auf Handlung und Charakter und Finalität geachtet, sondern genau dieses soziale Band entfaltet. Also die Russenmafia in Berlin, die also vulkanisch, interessant, vollkommen war gegenüber dem etwas drögen Polizeiapparat in Berlin, Neukölln. Und dann kam die ARD-Redaktion und hat ihm gesagt, also bitte, was soll das? Eine Viertelstunde, 20 Minuten, es passiert nichts. Es ist nur diese Zuständigkeit, die ausgefilmt wird. Und wir wissen, dass dies zur Senkung der Quote geführt hat. Und an einem Freitag, ich glaube, man konnte da nicht heute Show sehen, sondern musste 3 Folgen hintereinander sehen, weil die ARD diese Serie an einem Abend zu Ende bringen wollte, bis um 12:30. Also wir haben einige durchgehalten. Es war falsch, denn es interessierte den Regisseur gar nicht, wer schuld war und wer sich kriegt, sondern er war an diesem sozialen Band interessiert. Nicht? Also Fernsehen als Institution, wie viel Zeit haben die noch? Sozusagen, ne, die Sachen, also die amerikanischen Serien laufen ja mit einigem Erfolg, sozusagen dies dem entgegenzusetzen, was ja die Konkurrenz ist, nämlich die DVD-Box, Fernsehen und Facebook mit dem Social Talking. Also das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich beide nicht beantworten können, aber die zumindest, denke ich, in den Raum zu stellen wäre, wenn diese Chronologie hier bei Ihnen endet. Ja, also das ist natürlich, Sie sagen, das ist ja eine unbeantwortbare Frage, also was kann man, also diese Art von Problemen, die Sie jetzt beschrieben haben,
Würde ich zweierlei sagen. Das eine ist, muss man sich dafür überhaupt interessieren, was der da zeigen wollte und was ihm dann nicht durchgegangen ist. Und man kann sich ganz robust stellen, und das machen die Fernsehleute auch, super robust. Das Publikum hat immer recht. Es funktioniert, was gesehen wird, was eingeschaltet wird, das kann man messen und alles andere ist Quatsch. Darauf kann man sich, wenn man will, wenn man sich robust stellt, verständigen. Nicht, dass ich es wollte, aber solange die Quoten da sind, wird es Fernsehen geben. Dann gibt es natürlich Fernsehen, das ist von den Quoten nicht so abhängig. Das ist jetzt das Interessante an dem Fall bei Graf. Das könnte denen ja völlig egal sein. Und darauf kann man sagen, das Fernsehen gibt es so lange, wie die Menschen die Gebühren zahlen, die zu zahlen sie verpflichtet sind. Solange wird es die ARD geben und solche Arten von Entscheidungen geben. Hoffen wir. Vielen Dank für den Vortrag, auch für die sehr lebhafte Diskussion. Sie sind eingeladen über die Woche. Vielen Dank.